Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier heute Abend in der Aula am Wilhelmsplatz zur akademischen Jahresfeier der Georg-August-Universität im Jahr 2022. Musikalisch begrüßt hat sie das Hyperion-Trio. Vielen herzlichen Dank. Die konnten Sie hier live begrüßen und das ist das Tolle. Wir haben Sie wieder eingeladen. Vor einem Jahr haben Sie auch bei der Jahresfeier gespielt, allerdings nur vom Band. Und deswegen wollten wir Ihnen diesen wunderbaren Genuss hier auch nochmal live ermöglichen. Wir können wieder hier so eine Feier machen, das ist ganz toll. Ich freue mich, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben, der Kälte getrotzt haben, den Erkältungsviren getrotzt haben, die doch viele irgendwie gerade in die Ecke packen. Ich hoffe, wir haben heute Abend eine ganz tolle Feier. Wir werden eine Festrede hören, Frau Professor Wiesemann. Wir werden die Preise der Universität vergeben in diesem Jahr. Und wir werden auch ein bisschen zurückblicken und in die Zukunft blicken. Als allererstes wird Sie Professor Tholahn, der Präsident der Universität, hier nochmal offiziell und richtig begrüßen. Und danach Herr Moers, herzlich willkommen als neuer Wissenschaftsminister, wird Sie ebenfalls mit einem Grußwort zu Ihnen sprechen und auch Herr Brück für die UMG. Viel Spaß heute Abend, Herr Tholahn. Ja, Herr Bühring, vielen Dank. Meine Damen und Herren, es freut mich wirklich sehr, dass ich Sie hier zur akademischen Jahresfeier in der vollbesetzten Aula begrüßen kann. Und zwar freut es mich deswegen natürlich ganz besonders, weil wir es ja die letzten zwei Jahre nicht konnten. Und ich weiß noch genau, dass wir es im letzten Jahr alles eigentlich schon geplant hatten, aber dann ja kurzfristig aus den bekannten Gründen absagen mussten. Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt nur eine ganz kurze Begrüßung machen, weil ich ja zum Ende des Programms hin noch zu Ihnen sprechen werde. Ich möchte Sie als allererstes begrüßen, Herr Moers. Wir haben uns wirklich sehr darüber gefreut, dass Sie uns hier beehren, zu unserer akademischen Jahresfeier, gleich am Anfang Ihrer Amtszeit. Dieses Zeichen wissen wir sehr wohl zu schätzen, Herr Moers. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie hier zu uns gekommen sind. Es sind auch 50% unserer Mitglieder des Bundestages gekommen. Deswegen möchte ich ganz herzlich Herrn Filippi und Herrn Kuhle hier begrüßen. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Herr Günzler und Herr Trittin sind beide nicht da und aus unterschiedlichen Gründen, Krankheit und auch sonstige Verhinderungen, aber insofern freuen wir uns ganz besonders, dass Sie hier sind. Wir möchten unsere Mitglieder des Landtages begrüßen, ganz herzlich Frau Kollenrott, Frau Schneider und Herr Fröhlich. Schön, dass Sie hier sind, schön, dass Sie hier sind bei uns, bei unserer akademischen Jahresfeier. Frau Schneider, Sie wissen ja noch, wie das auf der anderen Seite aussieht. Insofern freuen wir uns ganz besonders, dass Sie heute hier sind. Also ein ganz besonders begrüßen möchten wir Sie, Frau Andretta. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie hier sind, dass Sie unserer Universität, wie immer hätte ich fast gesagt, die Treue halten. Vielen Dank, dass Sie hier heute zu uns gekommen sind. Ich hätte jetzt an dieser Stelle auch Frau Breustedt, unsere Oberbürgermeisterin, begrüßt. Sie befindet sich aber gerade in einer Ratssitzung mit, wie sie mir sagte, über 60 Tagesordnungspunkten. Deswegen haben wir vorsichtshalber ihr Grußwort mehr nach hinten gesetzt. Sie sagte mir aber, wenn sie dann noch nicht da ist, sie möchte auf jeden Fall kommen. Sie kommt dann zum Empfang. Das ist natürlich auch gut. Aber wenn sie kommt, wird sie dann das Grußwort halten. Ich begrüße Frau Breustedt jetzt schon mal in Abwesenheit. Vielleicht guckt sie sich im Nachhinein den Stream an und sieht dann, dass ich sie nicht vergessen habe. Ich möchte unsere... Können Sie ruhig. Ich möchte unsere ehemaligen Magnifizenzen, Herrn Jahn und Herrn von Figura, begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind in der Aula bei unserer akademischen Jahresfeier. Herzlich willkommen hier zu der Feier. Ich möchte stellvertretend für alle Studierenden die AStA-Vorsitzende Frau Blume begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Sie werden ja auch gleich ein Part haben bei der Übergabe der Preise. Schön, dass Sie da sind, Frau Blume. Ich
Ich möchte weiterhin alle Dekaninnen und Dekane, Senatorinnen und Senatoren und Präsidiumsmitglieder begrüßen hier bei dieser akademischen Jahresfeier. Ich möchte auch ganz besonders begrüßen, ich hätte jetzt fast gesagt, die medizinische Fraktion, Wolfgang Brück, der Vorstandsvorsitzende von unserer UMG, und Herrn Manz, den Präsidenten der Medizinischen Hochschule. Herzlich willkommen. Ich möchte ganz herzlich begrüßen Herrn Michael Büchting, den Vorstand der AKB-Stiftung. Die AKB-Stiftung wird durch Kreativität im Studium, wir werden da die Preise nachher verleihen, ist hier ein ganz integraler Bestandteil. Herzlich willkommen hier bei uns bei der akademischen Jahresfeier. Ich möchte dann auch begrüßen Herrn Hell vom Max-Planck-Institut. Herr Hell, herzlich willkommen. Ich möchte bei der Gelegenheit schon auch erwähnen, das darf ich, glaube ich, dass Sie am Mittwoch den Werner von Siemens-Ring verliehen bekommen haben in Berlin. Eine weitere sehr, sehr hohe Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch dazu, Herr Hell. Weiterhin möchte ich ganz herzlich begrüßen Herrn Göske, den Präsidenten der Akademie der Wissenschaften. Mit der Akademie der Wissenschaften sind wir natürlich aufs Engste verwoben. Herr Göske, herzlich willkommen hier bei unserer Veranstaltung. Ganz herzlich möchte ich begrüßen Frau Wiesemann, unsere Festrednerin. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, dass Sie ganz spontan auch zugesagt haben. Wir mussten da nicht lange überreden. Also herzlichen Dank dafür, dass Sie zugesagt haben. Ich glaube, wir freuen uns alle schon auf Ihre Festrede, Frau Wiesemann. Vielen Dank dafür. Und ich möchte alle Preisträgerinnen und Preisträger jetzt schon beglückwünschen. Sie werden nachher im Mittelpunkt stehen und werden einige lobende Worte über sich ergehen lassen müssen. Aber ich glaube, Sie können Lob in jeder Dosis vertragen und haben es auch natürlich und selbstverständlich verdient, diesen Lob hier dann auch zu erhalten. Herzlich willkommen hier bei unserer Feier. Und jetzt möchte ich natürlich alle begrüßen, alle, die Sie hier zu uns gekommen sind, um mit uns das Jahr ausklingen zu lassen, mit uns zu feiern. Und ich möchte jetzt übergeben an unseren Minister, Herrn Moors. Sie halten jetzt ein Grußwort für uns. Vielen Dank, Herr Moors. Ja, sehr geehrter Herr Professor Tholan, Herr Professor Brück, Frau Professor Wiesemann, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ehemalige Kollegen in einigen Fällen, aber ganz besonders, weil ich vermute, einige von Ihnen haben ja auch heute Morgen sehr aufmerksam gelesen, was Sie so über die Zukunft von Hochschulen, Gebäuden und Uniklinika gesagt haben. Natürlich deswegen ganz herzlich willkommen an die Haushaltsgesetzgeber im Lande Niedersachsen, an unsere Landtagsabgeordneten. Schön, dass Sie auch da sind und uns mit Sicherheit dabei helfen werden, das auch umsetzen zu können, was, glaube ich, unsere Hochschulen, was die Forschung, was die Wissenschaft im Land dringend brauchen. Denn das, was wir uns vorgenommen haben, was ich auch heute Morgen, glaube ich, da sehr deutlich gemacht habe, das ist ja nicht irgendwie so dahergesagt, sondern eine dringende Notwendigkeit, wenn wir uns, glaube ich, der Bedeutung unserer Hochschulen, unserer Wissenschaft, aber eben auch der Notwendigkeit so vor Augen führen. Deswegen natürlich an die Landtagsabgeordneten nochmal ein besonderes Willkommen. Aber in der Tat, liebe Gabi Andretta, auch dir ein herzliches Willkommen als Landtagspräsidentin AD, als ich darf das hier, glaube ich, verraten. Ich war eigentlich noch gar nicht im Amt. Ich glaube, das war wirklich noch vor meiner Vereidigung. Da kamst du das erste Mal sozusagen in Anliegen, was Göttingen betraf, auf mich zu. Und insofern, ich bin mir sicher, so wird es auch weitergehen, aber das ist gut so. Insofern auch dir herzlich willkommen. Frau Blume, herzlich willkommen, stellvertretend für die Studierenden der Universität hier. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich auch deswegen, so hier zu sein, weil das nach den gut 6 Wochen sozusagen der, jetzt mal von meinem Ministerium abgesehen, der erste Ort ist, wo ich zweimal schon sein durfte oder darf. Herr Göske, wir waren ja bei der Akademie der Wissenschaft schon hier. Ich war schon da, durfte sprechen und habe das in guter Erinnerung. Und deswegen
darf ich sagen, Herr Professor Tholan, ich habe gar nicht lange nachgedacht, weil ich dachte, es ist ein so toller Ort, hier komme ich auf jeden Fall gerne wieder her. Insofern, ich freue mich über die Einladung, es ist gesagt worden, ich freue mich, dass wir uns einfach in Präsenz sehen können, weil die letzten Jahre waren, glaube ich, für alle sehr schwierig, für viele von uns nicht nur was die persönlichen Einschränkungen, sondern auch, weil wir eben gerade auch hier in dem Kreis sehr viele an unterschiedlichen Stellen eben auch beruflich gefordert waren. Und man muss einfach sagen, die letzten 2,5 Jahre haben ja doch so einige Krisen mit sich gebracht, fast 3 Jahre an Krisen jetzt mit sich gebracht, die wir uns so auch gar nicht hätten vorstellen können und wo, wenn wir uns das mal anschauen, auch Wissenschaft wirklich oft an seine Grenzen gekommen ist. Weil wir natürlich auch in Situationen waren, wo wir irgendwie auch keine Blaupause, keine Schublade hatten, in die wir greifen können, weil zumindest jetzt in unseren Generationen, auch wie wir hier zusammen sind, eben dann doch das sehr ohne irgendwie eine Präzedenz uns herausgefordert hat. Und da spreche ich natürlich über Corona, da spreche ich über das, was Corona nicht nur gesundheitlich, sondern auch gesellschaftlich von uns abverlangt hat. Ich habe das, als ich hier bei der Akademie sprechen durfte, ja sehr deutlich gesagt, dass auch die gesellschaftlichen Zerwürfnisse, die Corona mit sich gebracht hat, auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in neue Rollen, in angefeindete Rollen und damit natürlich auch in eine ganz neue Funktion, Gesellschaft auch ein Stück weit zusammenzuhalten, indem man erklärt, was da gerade passiert und was notwendig ist, Gesellschaft eben auch über Erklärungen, über Expertise zusammenzuhalten, immer in der klaren Aussage, dass man eben auch nicht alles wissen kann, vor allem zum Beginn einer Krise. Und, auch das durfte ich hier vor einigen Wochen schon sagen, ich will das aber auch heute, weil ja eine Jahresfeier immer auch etwas ist, wo man zurückblickt, aber auch nach vorne, sehr deutlich sagen, für mich ist schon auch der Einschnitt des Überfalls Russland auf die Ukraine etwas, was ja vieles in Frage stellt, wo wir uns in Europa, auch gerade in der Offenheit der Wissenschaft, was vieles in Frage stellt, nämlich dass unser Friedensprojekt in Europa ja darauf basiert, dass wir Grenzen anerkennen, dass wir die Koexistenz von Staaten anerkennen in ihren Grenzen und dass Russland das in Frage stellt mit seinem Überfall, rüttelt eben genau an diesem Fundament, auch das eine Herausforderung für die Wissenschaft, auch in der akademischen Betrachtung, auch in der wissenschaftlichen Betrachtung und Bewertung und Beratung, wie wir damit umgehen. Und auch das ist natürlich eine Herausforderung für die Sie, liebe Studierende, ganz besonders, aber auch die Hochschulen natürlich gestellt sind in der Folge. Ich rede natürlich über das, was es auch finanziell von uns abverlangt. Wieder eine auch gesellschaftliche Probe für uns alle, wie solidarisch wir miteinander sind, wie wir uns stützen und unterstützen. Ich bin dem Bundestag dankbar, dass er, glaube ich, vieles, auch was Preisbremsen angeht, auch gerade in den letzten Tagen ja nochmal so beschlossen hat, dass wir, glaube ich, alle etwas klarer nach vorne sehen können, auch die Hochschulen, auch die Forschung, auch die Studierenden. Aber es ist eben auch etwas, was uns, glaube ich, alle herausfordert. Wir haben gesagt, sehr deutlich auch, und auch ich habe das gesagt, ich werde mich in all dem, wo ich auch mit jetzt in der Verantwortung bin, dafür einsetzen, dass auch Sie als Hochschule das, was finanziell für Sie gerade vor Ihnen liegt, dass Sie das bewältigen können. Das betrifft natürlich die Energiekosten, aber nicht nur. Aber ich will das hier auch an der Stelle wirklich zur Jahresfeier sagen, mir ist wirklich sehr daran gelegen, dass auch Sie, liebe Studierende, gerade auch in den Wintern in dieser Heizperiode nicht allein gelassen werden. Sie haben unsere Unterstützung verdient, Sie haben unsere Solidarität verdient und wir werden das tun, was Sie brauchen, um hier auch gemeinsam durchzukommen. Meine Damen und Herren, ich sprach eben davon, dass der Krieg auch Europa verändert hat. Und wenn ich über diesen, aber auch andere Kriege denke, muss ich an immer ein Zitat denken. Wer mich kennt, weiß, ich bin eigentlich gar nicht so der, der immer Dinge mit Zitaten wiedergibt, aber es kommt mir immer wieder in den Sinn. Und ein Zitat von Bernard Shaw, George Bernard Shaw, der gesagt hat, Krieg ist ein Zustand, bei dem Menschen aufeinander schießen, die sich nicht kennen, auf Befehl von Menschen,
die sich wohl kennen, aber nicht aufeinander schießen. Ich finde, das beschreibt eigentlich auch die Absurdität sehr gut und beschreibt auch, was es, glaube ich, für uns als Demokratin, als Demokrat bedeutet, sowohl in dem Blick nach hinten, aber insbesondere in dem Auftrag nach vorne, für eine starke Demokratie zu kämpfen. Wir wissen alle, dass sie eben nicht unumstößlich ist, weil Dinge sind passiert, sie können wieder passieren, Sie erinnern sich auch an diese Aussage mit Sicherheit. Und deswegen liegt es auch an uns als Demokraten, dafür zu kämpfen, dass 2023 besser wird als 2022. Ich bin, glaube ich, immer schon von Grund auf sehr optimistisch. Ich bin aber auch optimistisch, dass wir das als Gesellschaft hinbekommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute Abend diesen Abend mit Ihnen zu verbringen, nachher noch mal etwas nach hinten zu schauen. Ich freue mich dann, dass wir einmal alle Luft holen können. Ich wünsche Ihnen alle ein paar erholsame Feiertage, so Sie denn etwas davon haben. Alles, alles Gute und auf ein gemeinsames, erfolgreiches und auf jeden Fall besseres 2023. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Vielen herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Minister Moors, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Tholam, sehr geehrte Abgeordnete des Niedersächsischen Landtages, des Bundestages, lieber Michael, sehr geehrter Professor Manz. Ich möchte diese Zeit nutzen, um einen kurzen Rückblick zu nehmen auf das Jahr 2022 und das, was ich sozusagen in der UMG und in der Universitätsmedizin im Allgemeinen ereignet hat, weil dort vieles passiert ist. Wenn wir uns die Forschung anschauen, Göttingen ist Standort eines neuen Gesundheitszentrums geworden für Kinder- und Jugenderkrankungen. Frau Gärtner übernimmt die Sprecherrolle für das gesamte Zentrum in Deutschland. Wir haben zwei Forschungsgruppen verlängert bekommen. Wir haben einen neuen SFB zur Genexpression. Wir haben ein neues Graduiertenkolleg zur integrativen Herz- und Hirnforschung. Wir haben zwei neue IRC-Preisträger. Wir haben den Wissenschaftspreis des Landes Niedersachsen mit Frau Wiesemann verliehen bekommen. Und wir sind sowohl in Niedersachsen als auch im Bund eng vernetzt innerhalb der Universitätsmedizin. Gemeinsam mit der MAH in Hannover koordinieren wir das Corona-Forschungsnetzwerk in Niedersachsen, das nochmals jetzt mit 10 Millionen für die Long-Covid-Forschung unterstützt wurde. Dafür vielen Dank. Und wir sind Mitglied im Netzwerk Universitätsmedizin, wo es in Zukunft möglicherweise zum ersten Mal eine infrastrukturelle Förderung des Bundes für die 35 Universitätsmedizinen geben wird. Wir sind dabei, einen e.V. zu gründen, der dann vielleicht auch Drittmittelempfänger sein kann und der sozusagen infrastrukturelle Förderung in der Universitätsmedizin über die Landesförderung hinaus ermöglicht. Transfer ist ein Thema, das uns sozusagen in Göttingen sehr stark beschäftigt, auch in gemeinsamer Partnerschaft mit der MHH und dem Helmholtz-Zentrum in Braunschweig. Wir haben das mit Unterstützung des Landes, das Institut für Biomedical Translation, gegründet. Wir sind auf der Suche nach dem Geschäftsführer. Wir werden dort innovative Projekte zum Transfer unterstützen. In Göttingen haben wir mit Sartorius, der Life Science Factory und der OMG das Life Science Valley gegründet, das im Moment die Förderung des Hightech-Inkubators abarbeitet. 5 Millionen des Landes, 16 Teams werden gefördert, 7 davon aus der UMG. Und vorhin haben wir die Nachricht bekommen, dass der Wachstumsfonds, den wir mit den beiden Partnern auch gegründet haben, mit dem Life Science Valley Fondsmanagement, dass der jetzt zeichnungsfähig ist. Wir haben 6 Millionen privates Kapital, das jetzt durch die Landesregierung verdoppelt wird auf 12. Wir hoffen, dass wir dann insgesamt auch auf 15 Millionen kommen, um dann mit 30 Millionen zum ersten Mal Venture Capital hier zur Verfügung zu haben, um junge Unternehmen, junge Förderer zu unterstützen. In der Lehre, wir sind wieder in der vollen Präsenzlehre im Wintersemester. Es hat am Anfang im Oktober ein bisschen geruckelt, aber jetzt auch im Unterricht am Patienten sind wieder in der
kompletten Präsenz. Wir haben unsere Zusammenarbeit mit der HWK intensiviert, um den Gesundheitscampus voranzutreiben. Wir wollen dort den Nachwuchs in den Gesundheitsfachberufen unterstützen. Wir werden einen neuen Studiengang initiieren, praxisorientierte Pflegewissenschaften. Vielen Dank dafür auch die bei der Unterstützung der Landtagsabgeordneten, auch von Andreas Philippi, der hier viel getan hat, dass wir unseren eigenen Nachwuchs im Bereich der Pflege rekrutieren können. Wir haben den Campus Wolfsburg erfolgreich initiiert. Dort sind die ersten Studierenden gewesen, zweimal jetzt zum Blockpraktikum, sozusagen mit den besten Evaluationswerten, die wir jemals an der UMG für Unterricht am Patienten hatten. Wir sind sehr dankbar, dass uns das ermöglicht wird und dass wir damit auch 60 Vollstudienplätze im Land geschaffen haben. Und wir werden sicher mit Ihnen und Herrn Manns über die weiteren Ausbau von Medizinstudienplätzen, Sie haben es ja gesagt, im Lande diskutieren. In der Krankenversorgung ist die Situation deutlich schwieriger. Alle Krankenhäuser, nicht nur die Universitätskliniken, sind in einer sehr, sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation, nicht nur durch Corona. Wir haben deutlich weniger Patienten als vor Corona. Wir haben sehr hohe Krankenstände, nicht nur durch Corona. Wir haben die Kinderkliniken sind voll im Moment. Die Mitarbeiter sind am Rande ihrer Belastbarkeit in der Pflege angelangt. Und das ist etwas, wo wir sehr auf die Unterstützung des Bundes und des Landes hoffen. Wir haben ein neues niedersächsisches Krankenhausgesetz mit in Zukunft 8 Versorgungsregionen. Wir sind der Maximalversorger in der Versorgungsregion Süd. Und als Universitätsmedizin glauben wir, dass wir hier auch eine koordinierende und steuernde Rolle einnehmen können in Zukunft, um die Patientenströme besser zu lenken, um das Gesundheitssystem effektiver zu machen und auch die Versorgung in der Breite zu gewährleisten. Sie haben es vielleicht gelesen, wir werden jetzt das regionale Gesundheitszentrum in Bad Gandersheim mit koordinieren, sodass wir auch als Universitätsmedizin nicht nur für die Spitzenversorgung hier zuständig uns fühlen, sondern auch für die Versorgung auf dem Lande in der Region, um dieses zu gewährleisten. Bau ist das große Thema, Sie haben es auch erwähnt. Der Neubau, die erste Baustufe, dort sind alle Planungen jetzt beauftragt für Hochtief, Medizintechnik, Generalplaner und die technische Ausstattung. Der Spatenstich ist für das erste Quartal 25 geplant. Wir programmieren das für Dezember 24. Das ist heute in 2 Jahren, dass wir den Spatenstich haben und dann 2028 dort einziehen können. Und ich darf Sie zitieren, lieber Herr Moos, vor 2 Wochen hatten wir den gemeinsamen Workshop mit den Universitätskliniken zu den Neubauvorhaben und Originalton, der Knopf ist dran bei der UMG. Wir bauen und das ist nach so vielen Jahren, wo geplant wurde, wieder ungeplant wurde, glaube ich, ein extrem großer Schritt, auch für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter, dass jetzt klar ist, es wird wirklich gebaut und wir versuchen das sozusagen im Bauen so klimafreundlich wie möglich und im Betrieb so klimaneutral wie möglich zu machen. Wir haben Ihnen ja unsere Programme vorgestellt, die Machbarkeitsgutachten. Wir werden alles tun, um das so klimaneutral und klimafreundlich wie möglich zu tun. Wir planen bereits die zweite Baustufe, das Eltern-Kind-Zentrum. Dort ist im Moment die Bauabschnittsplanung im Gange. Die Nutzer sind informiert, sodass wir das auch konfigurieren können, nahtlos weiterbauen, sodass die zweite Baustufe 2032 fertig sein wird. Wir haben einen neuen Forschungsbau, das Heart and Brain Center, der jetzt im Dezember fertig sein wird. Trotz Corona, trotz vermuteten Bombenfunden, trotz Preissteigerung, absolut im Zeit- und Kostenplan. Das heißt, die UMG kann bauen und wir können auch sozusagen zu dem vereinbarten Geld bauen. Inhaltlich ist es extrem wichtig für uns, weil es unsere beiden wissenschaftlichen Schwerpunkte Neurowissenschaften und Herz-Kreislauf-Medizin verbindet. Das könnte, weil es diese Schwerpunktbildung in Deutschland kaum gibt, einen neuen Leuchtturm für die UMG sein, der auch durch die Förderung des Graduiertenkollegs Heart and Brain unterstützt wird. Gleichzeitig wissen Sie, wir haben einen großen Altbestand an Gebäuden. Wir haben Ihrem Ministerium ein Betriebssicherungskonzept vorgelegt, über das wir in den kommenden Monaten sprechen werden, wie wir unseren Altbestand an Forschungs- und Lehrgebäuden erhalten können.
Wir wissen, wir sind sozusagen finanziell eingeschränkt. Wir haben die Landesförderung, den Landeszuschuss, wir haben die Krankenversorgungskosten durch die Krankenkassen. Wir brauchen aber zusätzliche Mittel. Was haben wir getan? Wir haben eine private Stiftung gegründet, UMG Add-on, mit dem Ziel, über die nächsten Jahre auch Großspenden zu requirieren. Das ist nicht die Tradition, die wir in Deutschland haben, die es aber im angloamerikanischen Raum gibt. Und wir versuchen das langsam hier auch zu initiieren, damit wir uns weitere Geldquellen für die Zukunft erschließen können, weil wir wissen, gewisse Dinge sind einfach nicht durch Landesmittel oder Mittel der Krankenversorgung zu realisieren. Hier brauchen wir innovative Schritte. Deshalb danken wir Ihnen insbesondere beim Bau für Ihre Unterstützung, auch den Abgeordneten im Landtag, Frau Andretta, die sich immer für uns einsetzt. Und wir sind sicher, dass jetzt der Bau fortschreitet, ohne dass es dort noch einmal ein Stoppsignal gibt. Dafür danken wir Ihnen sehr, auch im Namen unserer wirklich 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehnlichst darauf warten, in neuen Gebäuden arbeiten zu können. Dafür vielen Dank und vielen Dank Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Herr Moos, Herr Brück, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns jetzt auf Professor Dr. Claudia Wiesemann, die den Festvortrag halten wird. Sie ist Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universitätsmedizin Göttingen, war lange Jahre Mitglied des Deutschen Ethikrates, auch als dessen stellvertretende Vorsitzende, mehr als 10 Jahre Präsidentin der Akademie für Ethik in der Medizin und ist seit dem vergangenen Jahr auch Mitglied der Leopoldina und außerdem in der Initiative Niedersächsischer Ethikrat. Und jetzt kommt das Entscheidende, sie ist, Zitat, Pionierin der Medizinethik in Deutschland, die die wissenschaftliche Exzellenz und internationale Sichtbarkeit des Faches entscheidend vorangetrieben hat. Zitat Ende. Das ist die Begründung der Jury gewesen, die entschieden hat, dass Frau Wiesemann in diesem Jahr den Niedersächsischen Wissenschaftspreis bekommt. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr präzise und tolle Begründung. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, Frau Wiesemann. Und ich glaube, wir werden ein bisschen was aus Ihrer Arbeit jetzt auch hören. Viel Vergnügen. Vielen Dank für diese lobenden Worte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben es mitbekommen, ich habe die Ethik zu meinem Beruf gemacht. Ein Beruf, der bis heute für viele etwas Rätselhaftes hat. Was tut ein Ethiker? Womit befassen sich Ethikkommissionen? Solche Fragen muss ich häufig beantworten. Allerdings gebe ich zu, dass die Corona-Pandemie da einigen Informationsbedarf gestillt hat. Heute ist das so, dass ich Taxi fahre und der Taxifahrer fragt mich nach meinem Beruf, dann sagt er als nächstes, und was machen Sie, Sterbehilfe oder Impfpflicht? Aber noch vor 30 Jahren, ich mag die Zahl gar nicht aussprechen, als ich als junge Assistentin an der Universität Erlangen-Nürnberg zu erahnen begann, welche spannenden gesellschaftlichen Themen sich unter dem Begriff der Ethik bündeln lassen, waren die wenigen Ethikkommissionen, die es im Lande gab, dem Großteil der Bevölkerung völlig unbekannt. Ich selbst wurde als junge Ethikerin in die heimatliche Universitätsforschungsethikkommission berufen, aber diese tagte nicht, sondern ließ die Mitglieder ihre Voten bloß schriftlich abgeben. Beratung, Konsensbildung, das fand nicht statt. Ob meine Voten Einfluss auf die Entscheidung hatten, ich habe es nie erfahren. Doch dann nahm der Prozess der Ethisierung der Wissenschaft Fahrt auf, vor allem in der Medizin. Die Bundesärztekammer gründete 1994 die Zentrale Kommission zur Wahrung ethischer Grundsätze in der Medizin und ihren Grenzgebieten bei der Bundesärztekammer, mit dem Akronym ZECO, praktisch aber nicht unbedingt charmant abgekürzt. Das 1997 verabschiedete Transplantationsgesetz forderte die Begutachtung der Bedingungen der Lebensspende durch eine Ethikkommission.
Die erste Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags Recht und Ethik der modernen Medizin wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Die zweite Enquete 2003 variierte diesen Namen subtil in Ethik und Recht der modernen Medizin. Das Stammzellgesetz sah 2002 eine ethische Bewertung der Verwendung humaner, embryonaler Stammzellen durch Forschende in Deutschland vor. Das Präimplantationsgesetz von 2011, ein Ethikkommissionsvotum für die Erlaubnis zur Diagnostik. Ich bin sicher, Sie können mir noch folgen. Das womöglich bundesweit am meisten beachtete Ereignis war die vom Bundeskanzler Schröder initiierte Gründung des Nationalen Ethikrats im Jahr 2001. Dieser wurde dann 2008 durch den per Ethikratgesetz legitimierten Deutschen Ethikrat abgelöst. Dieser tagt mittlerweile in der vierten Amtsperiode. Auch die großen wissenschaftlichen Förderer, die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die Akademien wollten in diesem allgemeinen gesellschaftlichen Wandel nicht die Letzten sein. DFG, Max-Planck-Gesellschaft, Leopoldina riefen in den letzten Jahren zahlreiche Arbeitsgruppen ins Leben, die sich mit den ethischen Fragen der Lebenswissenschaften befassten. Und schließlich zogen auch die medizinisch-wissenschaftlichen Gesellschaften nach. Zugleich setzte sich dieser Prozess in Richtung Basis fort. An Krankenhäusern entstanden, oft in Initiative einer kleinen Gruppe von besonders engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, klinische Ethikkomitees. Diese hatten anfänglich keine offizielle Funktion in der Krankenhaushierarchie und wirkten so ein bisschen wie anarchisch-subversive Brigaden. Aber mittlerweile haben sie sich über die Krankenhauszertifizierung und über innerethische Professionalisierungsprogramme zu verankerten Organisationen und Institutionen entwickelt. Meine Liste ist jetzt schon lang und ich habe mir vorgenommen, sie nur in Maßen zu langweilen. Denn es könnte auch noch die Rede sein von Ethikkommissionen für den Atomausstieg, zum automatisierten Fahren und so weiter und so weiter und so weiter. Es kann einem schwindelig werden. Meine Studierenden in Medizin jedenfalls haben trotz unseres engagierten Unterrichts den Überblick verloren, wenn es darum geht, eine unklare Patientenverfügung zu beurteilen, wollen sie beharrlich den Ethikrat anrufen. Ich kann ihre Verwirrung verstehen. Kann man es den KritikerInnen dieser Kommissionitis übel nehmen, dass sie dieser Boom misstrauisch macht? Feigenblattfunktion ist noch der harmloseste Vorwurf. Expertokratie, Intransparenz, Legitimierungsmaschinerie, Entpolitisierung und Demokratiedefizit schallte es mir schon oft entgegen. Ethikkommissionen sind ein politisch und gesellschaftspolitisch prekäres Instrument, denn sie haben keinen klaren Ort im gesellschaftlichen Diskurs und sind oft nicht einmal demokratisch legitimiert. Trotzdem sind sie zu einem wichtigen Instrument des gesellschaftlichen Diskurses geworden. Sie stellen Weichen, erzeugen Zwänge. Sie erscheinen hier und dort und sind in ihrer Fluidität ein schwer zu fassendes Instrument der Interessenpolitik. Zudem gibt es über das, was unter dem Begriff der Ethik problematisiert wird, keinen Konsens. Unser kollektives Verständnis von Ethik und ihren Anwendungsbereichen ist mindestens ebenso das Ergebnis der Arbeit von Ethikkommissionen wie ihre Voraussetzung. Unvergessen die Studie der Arbeitsgruppe von Nassei und Anselm über die Anfänge klinischer Ethikkomitees in München, die zeigte, dass Pflegekräfte diese Komitees als Chance begriffen, ihre allgemeine Berufsunzufriedenheit und die Kommunikationsdefizite im Krankenhaus unter einem neuen, Aufmerksamkeit heischenden Begriff ansprechen zu können. Die vielen Erscheinungsweisen von Ethikkommissionen und Komitees rechtfertigen es, genauer hinzusehen und Angemessenes von bequemem Window-Dressing zu unterscheiden. Manche Kommissionen sind tatsächlich durch Gesetz legitimiert. Zusammensetzung und Arbeitsweise sind geregelt. Dazu gehören neben der Stammzellkommission etwa der Deutsche Ethikrat
oder die Ethikkommission für Forschung am Menschen. Wenngleich im Detail, also welche Person wird berufen, welche Gruppierung ist vertreten und auch wie wird beraten, durchaus offene Fragen bleiben. Auch muss sich nicht jede Kommission durch Gesetz legitimieren, die Legitimität beanspruchen will. Klinische Ethikkomitees etwa legitimieren sich, indem sie sich in Struktur und Arbeitsweise an den Standards für Ethikberatung der Akademie für Ethik in der Medizin orientieren. Übrigens auch ein Göttinger Gewächs. Doch lässt sich bei manch flüchtiger Erscheinung im Markt der Ethikkommissionen nicht ganz von der Hand weisen, dass sich deren Einsetzung schlichter Interessenpolitik, jedenfalls nicht einem auf Kontroverse und Meinungsbildung angelegten, im öffentlichen Diskurs verankerten Verfahren verdankt. Und auch die wissenschaftlichen Gesellschaften haben sich womöglich noch zu wenig Gedanken darüber gemacht, dass sie die Ergebnisse ihrer Kommissionsarbeit durch den Prozess ihrer Entstehung rechtfertigen müssen. Zwar ist ganz offensichtlich, dass demokratische und ethische Entscheidungsfindungsprozesse keinesfalls deckungsgleich sind. Denn ethische Normen legitimieren sich nicht qua Mehrheitsentscheidung. Aber damit sind ja die möglichen Gemeinsamkeiten noch nicht erschöpfend ausgelotet. Demokratie und Ethik berufen sich zum Beispiel gleichermaßen auf die Vorstellung, dass Repräsentanten legitimiert und Entscheidungsprozesse rational nachvollziehbar sein müssen. Die Zusammensetzung von Kommissionen, das Verfahren bei der Berufung ihrer Mitglieder und die Art und Weise ihrer Beratung und Entscheidungsfindung sind von großer Bedeutung für die Qualität ihres Urteils. Ethik durch Verfahren ist das entsprechende Stichwort. Zudem scheint es notwendig zu sein, eine größere gesellschaftliche Teilhabe über Partizipationsverfahren und Stakeholder-Konzepte zu erreichen. Der Begriff des Stakeholders entstammt ursprünglich wirtschaftlichem Denken. Forderungen nach mehr gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen führten dazu, neben den Interessen der Shareholder auch die der Stakeholder in die unternehmerische Planung einzubeziehen. Ein Stakeholder ist eine Person oder Gruppe, die von den Entscheidungen des Unternehmens mittelbar oder unmittelbar betroffen ist, sei es, weil das Unternehmen kommunale Ressourcen beansprucht, weil es die Umwelt in Mitleidenschaft zu ziehen droht oder gar durch sein Handeln moralische Maßstäbe zu untergraben droht. Stakeholderbeteiligung bedeutet, alle relevanten gesellschaftlichen Auswirkungen einer unternehmerischen Aktivität zu berücksichtigen und in den Entscheidungsprozess einzuspeisen. Über den Begriff des Interesses lässt sich die Idee des Stakeholders leicht in ethische Entscheidungsfindungsprozesse übertragen. In ethischer Hinsicht ist ein Stakeholder jemand, dessen moralische Interessen von einem Problem betroffen sind und dessen spezifische Perspektive deshalb für die ethische Bewertung von Bedeutung ist. In der klinisch-translationalen Stammzellforschung, um nur ein Beispiel zu nennen, was auch in Göttingen sehr prominent ist, sind das etwa neben den Forschenden die beteiligten Biotechnologieunternehmen, die Sponsoren, die aufsichtsführenden Institutionen, aber auch, nicht zu vergessen, die Stammzellspender und nicht zuletzt die potenziellen ProbandInnen und avisierten PatientInnengruppen. Das Stakeholder-Konzept bietet einen Ausweg aus einem schon als klassisch zu bezeichnenden Problem der Ethik in den Lebenswissenschaften. Der Diskurs wird als zu sehr von den wissenschaftlichen ExpertInnen dominiert wahrgenommen. Pluralismus wird in Kommissionen als wissenschaftliche Meinungsvielfalt abgebildet. Kritik an dieser Institutionalisierung von Expertenrationalität, die die spezifischen Eigeninteressen der Wissenschaft sowie die systemimmanent unvermeidlichen Bereiche des Nichtwissens unterbeleuchtet lässt, wird schon seit langem geäußert. Je mehr die Lebenswissenschaften Auswirkungen auf das Leben und Zusammenleben von Menschen zeitigen,
desto lauter sind auch die Teilhabeforderungen der Betroffenen, der sogenannten Laien, geworden. Der Begriff des Stakeholders erlaubt es, diese gesellschaftlichen Gruppen als berechtigte Teilnehmende am ethischen Diskurs zu verstehen und ihnen damit eine neue aktive Rolle zuzuweisen. Das führt etwa in der Forschungsethik zu einer anderen Rolle der Versuchspersonen. Bisher wurden Versuchspersonen als passive Objekte von Forschung betrachtet, die es galt, vor den Risiken von Forschung möglichst gut zu schützen. Wenn potenziellen ProbandInnen am Ende eines langen Forschungs- und Entwicklungsprozesses die Teilnahme an einem Forschungsprojekt, an einer Studie angeboten wird, dann haben sie nur noch die Option zwischen Ja oder Nein zu wählen, mehr nicht. Über alle spezifischen Aspekte des Forschungsvorhabens, über das Design, die Studienpopulation, die Risiko-Chance-Abwägung, die Abbruchkriterien und so weiter, wurde vorher von anderen entschieden. Versteht man ProbandInnen jedoch als Stakeholder, sind sie Personen, die ein Recht haben, ihre Interessen selbst aktiv in den Forschungsprozess einzubringen. Dazu gehört es etwa, dass ihre Perspektive schon bei der ethisch-rechtlichen Bewertung von Forschungsvorhaben berücksichtigt wird. Dies sieht mittlerweile die Direktive der Europäischen Union für die Bewertung von Arzneimittelforschung vor. Mittlerweile diskutiert man auch die Konsultation von PatientInnenvertretern schon im Prozess der Planung einer klinischen Studie. Das könnte so grundlegende Auswirkungen auf Fragen des Designs und vor allen Dingen natürlich auf Fragen der Risiko-Chance-Abwägung Einfluss nehmen. Gerade die Bewertung von Nutzen und Schaden verschiedener Forschungsszenarien und deren Abwägung ist ein durch und durch normatives Urteil, das abhängig vom Grad und Art der Betroffenheit der urteilenden Person sehr unterschiedlich ausfallen kann. Es ist offensichtlich, dass eine frühzeitige Einbeziehung von PatientInnengruppen in die Planung, etwa von Hochrisikoforschung, wie sie die klinisch-translationale Stammzellforschung darstellt, die PatientInnenorientierung der Forschung deutlich verbessern kann. Das heißt, ihre Bedürfnisse fließen von Anfang an in das Design der Studie ein. Auch steigt so der Grad der Informiertheit von PatientInnengruppen und Aufklärungsmaterialien können so gezielter nach deren spezifischen Bedürfnissen entwickelt und gestaltet werden. Damit kann auch dem verbreiteten Phänomen der Therapeutic Misconception vorgebeugt werden, demzufolge ProbandInnen den persönlichen Nutzen von Forschung systematisch als zu hoch einschätzen. Das Stakeholder-Konzept führt zu der längst überfälligen Aufwertung der subjektiven lebensweltlichen Sicht auf normative Fragen der Lebenswissenschaften. Damit ist notwendigerweise eine Ausweitung des Kreises jener Personen verbunden, die an Entscheidungsprozessen auf die eine oder andere Art und Weise teilhaben sollen. Wer also wann, unter welchen Umständen berechtigt ist, gehört zu werden und mitzuentscheiden, muss stets eigens reflektiert und begründet werden. Eine Ausweitung der Idee der normativen Kompetenz auf jene Personen, die mit den Entscheidungen im Zweifelsfall zu leben haben und ihre Konsequenzen im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib erfahren, ist attraktiv und überfällig, aber ohne Zweifel mit großen praktischen Problemen verbunden. Die Lebenswelt ist kein ordentlich strukturiertes, hierarchisches Gebilde, sondern vielfältig, fluide, unstrukturiert. Wer unter diesen Bedingungen legitimiert ist, in einem Forschungsprojekt für die Gruppe der PatientInnen zu sprechen, ist keinesfalls selbstevident. Die Erweiterung des Teilhabekonzepts erfordert neue Methoden dezentraler Meinungsbildung und dynamischer Repräsentation. Aber bei aller Vorsicht, die hier doch durchaus angebracht ist, sollten wir nicht vergessen, auch die Wissenschaft ist nicht hierarchisch und repräsentativ gegliedert. Im Zweifel kommt auf jeden Experten ein zweiter, der die Gegenmeinung vertritt. Fragen der Repräsentativität und Legitimität stellten sich auch immer schon bei der Berufung wissenschaftlicher ExpertInnen.
Dieses Problem wurde bislang aus teils durchsichtigen Motiven vernachlässigt und muss nun im Zuge einer verstärkten Teilhabe der Öffentlichkeit an ethischer Meinungsbildung ebenfalls zum Thema gemacht werden. Teilhabe der nichtwissenschaftlichen Öffentlichkeit und Teilhabe nichtwissenschaftlicher betroffener Personen setzt allerdings Mündlichkeit der ethischen Beratung voraus. Weil sich solche Anliegen einer analytischen Praxis der Verschriftlichung in der Regel entziehen. Dem Prinzip des Mündlichen wird aber misstraut, gerade wenn es um ethisch hochkontroverse Themen geht. Warum sollte dem gesprochenen und damit prinzipiell flüchtigen Wort so viel Macht eingeräumt werden? Bleibt damit nicht undurchsichtig, wie aus Meinung Empfehlung und aus vielen Meinungen ein Kommissionsurteil wird? Sind solche Debatten nicht besonders anfällig für subtile Machtausübung? Das sind sie ohne Zweifel, wie wir vermutlich alle aus Erfahrung wissen. Tatsächlich verdiente auch der Meinungsbildungsprozess in Ethikkommissionen systematische Berücksichtigung. Und mancher Beratungsprozess müsste mithilfe kommunikationspsychologischer Kompetenz strukturiert und professionalisiert werden, um jenem Ideal nahe zu kommen, das Jürgen Habermas als herrschaftsfreien Diskurs bezeichnet hat. Und dennoch gilt es, eine Lanze für das Mündliche zu brechen, und zwar nachgerade aus ethischen Gründen. Mündlichkeit ist in der angewandten Ethik zunächst einmal ein rein praktisches Erfordernis, denn je weniger ich mit der Denk- und Redeweise einer anderen Person vertraut bin, desto eher benötige ich sie als Gegenüber, um zu lernen, um zu verstehen, wie sie redet und um mich verständlich zu machen. Expertin zu sein heißt, sich in einer fachwissenschaftlichen Welt zu bewegen, die durch eine eigene Art der Weltwahrnehmung und Deutung, eigene Begriffe, Konzepte und Perspektiven gekennzeichnet ist. Diese jeweils spezifische Denkweise ist oft nur einem engen Personenkreis vertraut. Schon unter ExpertInnen verschiedener Fachrichtungen ist Verständigung nötig, um ein gemeinsames Vokabular zur Beschreibung von Problemen zu finden. Und das haben wir EthikerInnen mühselig gelernt, denn es fing schon an bei der Verständigung mit den Juristen und Juristinnen, dass wir zunächst einmal überhaupt eine gemeinsame Beschreibungsweise finden mussten, um dann gemeinsam auch Lösungen zu suchen. Dies gilt umso mehr, wenn wissenschaftlich nicht ausgebildete Personen an Entscheidungen beteiligt werden. Mündlichkeit ist aber auch aus einem anderen Grund von elementarer Bedeutung. Viele Stakeholder aus dem nichtwissenschaftlichen Bereich pflegen keine Kultur der Verschriftlichung ihrer Sicht- und Erlebensweisen. Die von PatientInnen und Betroffenenverbänden eingebrachte lebensweltliche Perspektive ist weniger analytisch als vielmehr narrativ. Sie existiert nur in mündlicher Form und kann auch nur so beigetragen werden. Sie zu berücksichtigen trägt wesentlich dazu bei, zu erfassen und zu begreifen, worum es bei einem ethischen Problem überhaupt geht. Hinzu kommt, dass jedes moralische Urteil eine notwendigerweise narrative Komponente enthält. Denn bei der Frage, ob sich eine allgemeine moralische Regel, ein Prinzip, eine Maxime auf einen bestimmten Fall anwenden lässt, kommt es entscheidend auf die Umstände an. Moralische Dilemmata werden nicht umsonst als Fallgeschichte, als erzählte Episoden präsentiert. Und die bei erfassten Randumstände und sogar die erzählerische Struktur können die moralische Bewertung der Situation grundlegend verändern. Deshalb hat es auch eine so große Bedeutung, wer in einem ethischen Dilemma gehört wird und wessen Erzählung Eingang in den Bewertungsprozess findet. Die Komplexität des ethischen Urteils wird deutlich, wenn etwa es bei der Ethikkommission für die Präimplantationsdiagnostik entscheidend darauf ankommt, ob ein hohes Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit vorliegt. Das ist die Formulierung aus dem Gesetzestext.
Nur dann dürfen die betroffenen Paare die Untersuchung vornehmen lassen. Was als ein hohes Risiko angesehen wird, hängt aber wesentlich davon ab, wer dieses Risiko auf sich nehmen muss. Auch die Ausdeutung als schwerwiegend ist sehr von der Sicht und Erlebensweise der beteiligten Personen geprägt. Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung, ob die Kommission die beantragenden Eltern anhört oder nicht. Ob diese also eine Chance erhalten, ihre Erzählung des Problems vorzutragen. Der durch Mündlichkeit des Verfahrens und Narrativität des Problems eröffnete Entscheidungsspielraum und damit auch die unter Umständen von Kommission zu Kommission abweichende Meinungsbildung ist kein unerwünschtes Phänomen, sondern wesentlich für den Beratungsprozess. Damit wird anerkannt, dass moralische Urteile im Einzelfall situations- und kontextabhängig sind. Je unspezifischer der normative Gehalt der Begriffe und je komplexer der Handlungshintergrund, desto größer muss im Zweifelsfall auch der Entscheidungsspielraum ausfallen. Man nehme nur einmal die für die Forschungsethik so zentralen Begriffe Nutzen und Risiko, die schon jeder für sich jeweils nach verschiedenen Dimensionen bewerten kann. Wie wahrscheinlich ist das Risiko, wie ausgeprägt, wie unmittelbar bevorstehend. Aber obendrein müssen eben Nutzen und Risiko auch noch vor dem Hintergrund eines konkreten Settings gegeneinander abgewogen werden. Das lässt sich auf analytische Weise allein nicht bewerkstelligen. Die zivilisierende Kraft der Ethikkommission, meine Damen und Herren, liegt also darin, einen Ort für diesen komplexen Meinungsbildungsprozess zu bieten. Vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Wiesemann. Sie sprachen zwischendurch von den flüchtigen Worten. Ich glaube, die werden uns nicht so leicht aus dem Kopf verfliegen, Ihre Worte, sondern noch ein bisschen hängen bleiben. Denn letztlich betrifft uns das alle, jeden Einzelnen von uns, die wir hier versammelt sind. Wir kommen nun zur Verleihung der Preise. Und wir fangen an mit den Lehrpreisen, die in diesem Jahr vergeben werden. Und die Universität vergibt seit dem vergangenen Jahr Lehrpreise. Und wir haben über 90 Vorschläge erhalten für diese Lehrpreise. Das ist eine ganz beachtliche Zahl. Und ich darf nun die beiden studentischen Senatorinnen, Hanna Bornemann und John Brühne, auf die Bühne bitten, die die erste Kategorie der Lehrpreise verleihen. Und danach kommen die Lehrpreise mit dem Sonderpreis des AStA, den Frau Blume vergeben wird. Also, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend, schön, dass Sie alle da sind. Ja, wie Sie den Plan entnehmen konnten, geht es nun um den Lehrpreis. Ich hoffe, Sie haben im vergangenen Jahr aufgepasst, denn ich werde mich nicht wiederholen und ich werde natürlich auf diesem Wissen aufbauen. Ich habe die Begründung der Jury mit dabei, daraus werde ich jetzt anderthalb Stunden vorlesen. Machen Sie sich Notizen, Klausur ist dann in 6 Wochen. Nun ja, dass das kein Konzept für die nächsten 90 Minuten sein kann, das wird Ihnen bewusst sein, nicht nur, weil Herr Bühring und Herr Richter ausgezeichnete Zeitwächter sind, sondern auch, weil es nicht unserer Vorstellung eines lebendigen Vortrags entspricht. Und genauso entspricht es heute auch nicht mehr der Vorstellung von uns Studierenden, dass eine Vorlesung nur daraus besteht, dass jemand vorne steht und etwas vorliest. Umso schöner ist es für mich, dass mit dem Lehrpreis auf Personen dieser Universität einzugehen, die es auf herausragende Art und Weise verstehen, die Zeit im Hörsaal optimal zu nutzen und die Studierenden nicht nur für eine Viertelstunde, sondern für 12 Vorlesungswochen und oft noch darüber hinaus für ein Thema zu begeistern.
Daher möchte ich auch gar nicht viele Worte verlieren, sondern gleich zum Preisträger der Kategorie 1 übergehen, also Veranstaltungen mit unter 50 Teilnehmern. Vorschlagsberechtigt waren ausschließlich die Studierendenschaft, dessen Nominierung dann von einer Jury von 3 Lehrenden und 3 Studierenden gesichtet wurden. Und Herr Büring hat es gesagt, am Ende kam wieder eine ganze Menge zusammen, sodass die Wahl wirklich keine leichte war. Nachhaltig beeindruckt hat uns ein Lehrender aber ganz besonders, welcher aus der philosophischen Fakultät stammt. Er lehrt dort das englischsprachige Seminar Virtual Exchange for Global Education in Foreign Language Teaching. Das musste ich üben. Also zu Deutsch, virtueller Austausch für globales Lernen im Fremdsprachenunterricht. Und genau dieser Austausch findet in der Veranstaltung dadurch statt, dass Studierende aus Göttingen mit Englischlehrenden aus anderen Ländern in Kontakt gebracht werden. Und dies geschieht mit dem gemeinsamen Ziel, komplexe Unterrichtsaufgaben zu entwickeln, die dann in den jeweiligen Ländern sogar im Unterricht verwendet werden können. Und allein dieses Konzept führt dazu, dass die Studierenden sich mit dem virtuellen Unterrichten auseinandersetzen müssen, sowie den Vergleich vom lokalen und regionalen Kontext ziehen müssen. Denn nicht alles, was in einer Göttinger Schule funktioniert, funktioniert genauso in Schulen in Brasilien oder Israel. Und dieses Konzept zeigt nach unserer Überzeugung auf vorbildliche Weise, wie man Kompetenzen der Digitalisierung, der Internationalisierung und zuletzt auch der Diversität integriert. Und das Ganze wird dann noch durch einen Lehrenden unterstützt, welcher nach Rückmeldung der Studierenden die Fähigkeit besitzt, Faszination zu wecken und dies mit einem breiten Spektrum an Methoden unterstützt. Und Lehrender dieser prämierten Veranstaltung, welche ich nun auf die Bühne bitten darf, ist Fabian Krengel. Herzlichen Glückwunsch. Wow, mir wurde gesagt, ich muss mich kurz halten, die Studierenden aus meinem Kurs wissen, das fällt mir sehr schwer. Ich versuche es trotzdem, wie Sie vielleicht erahnen können, mein zweites Fach neben Englisch war Geografie und ich bin sehr glücklich, dass ich mit meinem Kurs es geschafft habe, irgendwie diese beiden Leidenschaften, die englische Sprache als eine Weltsprache und die Geografie, die Wissenschaft des Raumes, vereinen zu können. Und ein anderes Wort für virtueller Austausch, es rollt von der Zunge, ist Telekollaboration. Ja, und Kollaboration über die Distanz, aber auch nicht nur über die Distanz, ist extrem wichtig bei dem, was wir gemacht haben. Das alles war ein Team-Effort. Ja? Ich will gar nicht als Lehrender da allein nicht dastehen, sondern es hat nur funktioniert einerseits, weil ich viele andere Lehrende im Ausland hatte, genau Israel, Brasilien etc. etc. Ich hatte Hilfskräfte, Julian Köhler, Laura Möller, Olga Miller und Clara Hilgenberg, die sehr aktiv dabei waren und genauso zu einem im Grunde demokratischeren Umgang im Klassen- oder im Seminarraum in diesem Fall beigetragen haben. Ich möchte vor allem aber auch danken dem MWK, die auch schon vor der Pandemie, die Idee war vor der Pandemie schon da, uns gefördert haben und gesagt haben, Mobilität, Reisen ist nicht selbstverständlich. Wir möchten Studierenden mehr Möglichkeiten geben, dass sie internationale, transkulturelle, transnationale Lernerfahrungen machen können. Deswegen, das war unsere erste Förderung, die zweite war der DAAD. Abschließend auch noch vielen Dank an meine Doktormutter Carola Sorkamp, die gerade im Livestream zuschaut, und Katharina Delius, die mich bei den Antragstellungen sehr, sehr stark unterstützt haben. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich dann jetzt, den Lehrpreis in der zweiten Kategorie verleihen zu dürfen für Großveranstaltungen, also mit mehr als 50 Teilnehmenden. Und genau, wir StudierendenvertreterInnen sind vielleicht dafür bekannt, dass wir gerne kritisieren, was nicht gut läuft. Und umso schöner ist es, dass wir jetzt auch mal die Lehrenden loben dürfen, die eben einfach sehr gute Lehre machen. Und genau, liebe Frau Maurer und lieber Herr Dreimann, wir haben als Jury entschieden, dass Sie den Lehrpreis für Ihre Veranstaltung Unternehmensführung und Organisation erhalten
und dazu möchte ich Ihnen herzlich gratulieren. Uns hat überzeugt, dass Ihre Vorlesungen, Ihre Übung und das Coaching, das Sie zur Prüfungsvorbereitung auch noch anbieten, studierendenzentriert konzipiert ist. Wir haben eben ganz viel über Patientenzentrierung gehört. Jetzt geht es um Studierendenzentrierung und die Idee, den Lernprozess in die Mitte zu stellen und darüber die Studierenden zu motivieren, aktiv an der Veranstaltung teilzunehmen und Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess zu übernehmen. Das fanden wir auszeichnungswürdig. Und genau, weil Ihr Modul die studierendenzentrierte Lehre fördert und weil das Vorbildcharakter hat, haben wir uns dazu entschieden, Ihnen den Lehrpreis zu verleihen. Und in Ihrem Fall ist der Lehrpreis Teamarbeit, weil die Studierenden in den Nominierungen eben nicht nur die extrem interessante Vorlesung gelobt haben, sondern vor allem auch das vorbereitende Coaching. Und genau, deswegen bekommen Sie beide den Lehrpreis. Und ich freue mich, dass Sie, Herr Treimann, heute Ihre Schwester versetzt haben, die eigentlich ein Fußballspiel in Wolfsburg hat und stattdessen hier sind. Und ja, um den Lehrpreis entgegenzunehmen. Und jetzt können Sie gerne nach vorne kommen. Liebe Hanna, liebe Studierende, vielen Dank für diesen Lehrpreis. Frau Maurer und mir macht Lehre wirklich sehr viel Spaß und deshalb hat es uns halt umso mehr gefreut, dass eben unser Lehrkonzept so gut bei Ihnen ankam und dass eben auch gerade die Studierenden in der Veranstaltung, bei den Diskussionen, bei den ganzen Quizzes und aber auch im Coaching so engagiert dabei waren. Das ist echt super und toll. Genau, und darüber hinaus möchte ich noch einmal betonen, dass Frau Maurer und ich uns wirklich sehr darüber gefreut haben, dass eben auch die Teamleistung in der Lehre ja anerkannt wurde mit diesem Preis. Vielen Dank dafür. Auch wir als AStA freuen uns sehr, in diesem Jahr wieder den Sonderpreis der Studierendenschaft für besonderes Engagement verleihen zu dürfen. Dieser Preis richtet sich in jedem Jahr, hat in jedem Jahr ein besonderes Thema. In diesem Jahr haben wir das Thema Nachhaltigkeit gewählt. Und wir möchten uns zunächst bedanken für die vielen, vielen Nominierungen. Es hat uns sehr gefreut zu sehen, wie viel Anklang das Thema Nachhaltigkeit bereits jetzt über alle Statusgruppen hinweg findet. Aber wie das mit vielen Dingen an der Uni eben so ist, hängt es doch oft auch an Einzelpersonen, wichtige Themen aufzunehmen, umzusetzen und daran festzuhalten. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, heute zwei Personen ehren zu dürfen, die sich durch ihr überdurchschnittlichen Einsatz in diesen Bereichen ausgezeichnet haben. Der Sonderpreis der Studierendenschaft geht in diesem Jahr an die Studentin Nele Hübscher und die ehemalige Dozierende Dr. Christina Gabbert. Wir würden gerne zu beiden Personen noch ein paar Worte verlieren. Nele Hübscher ist leider heute erkrankt und kann nicht hier sein, aber Frau Gabbert, wir würden uns freuen, wenn Sie schon auf die Bühne kommen. Und ich übergebe jetzt an unsere neue Hochschulreferentin, Nathalie Reusch, die beide Personen vorstellen wird. Ja, genau. Hallo auch von mir. Nele Hübscher wurde von uns als Preisträgerin ausgewählt für die Organisation einer Vortragsreihe, die Erstellung eines breiten Informationsangebotes zum Thema Nachhaltigkeit für Studierende und für ihren unermüdlichen Einsatz für ökologische Nachhaltigkeit und die Klimabewegung innerhalb und außerhalb der Universität. Nele Hübscher setzt sich seit langer Zeit in verschiedensten Lebensbereichen
und Gruppen für Ökologie und Nachhaltigkeit ein. Neben ihren maßgeblichen Beiträgen bei der Organisation der Vortragsreihe Klimawandel und Informatik im vergangenen Jahr hat sie nicht zuletzt die Lehrenden der Lerneinheit Informatik zur curricularen Verankerung, das Wort musste ich auch lernen, auch wenn es nicht ganz so schwierig war, von Nachhaltigkeit angehalten und ist Mitautorin und Sprecherin einer entsprechenden Resolution 50,0-Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaft. In der Hoffnung, dass du, Nele, die Verleihung gerade online verfolgst, wir danken dir für dein Engagement und freuen uns, dich heute auszeichnen zu dürfen. Der Sonderpreis geht in diesem Jahr darüber hinaus an Frau Gabbard, weil sie sich in ihren Veranstaltungen und darüber hinaus auf akademische und menschliche Weise ganz besonders ausgezeichnet hat, uns Studierende zu motivieren, mitzureißen, uns an ihrem Wissen teilhaben zu lassen und uns das richtige Werkzeug mitzugeben, um in unserer akademischen Laufbahn weiter zu wachsen und selbst aktiv mitzudenken und zu arbeiten. In der Nominierung hieß es: Sie hat für mich persönlich den Begriff der Nachhaltigkeit eine neue Tiefe gegeben, indem sie einen kritischen, mitfühlenden und differenzierten Blick auf globale Zusammenhänge und große Themen wie die Sustainable Development Goals ermöglicht. Sie verbindet wichtige kritische Positionen mit aktuellen empirischen Beispielen und durch ihre faszinierende Hingabe für ihre jahrelange Forschung in Äthiopien, beispielsweise zu Themen wie Landnutzung und Landenteignung, schafft sie es, den Horizont ihrer Studierenden zu erweitern. Außerdem, und das möchte ich hier betonen, schult sie nicht nur ein besonderes Verständnis von Nachhaltigkeit hinsichtlich internationaler Policies und im ökologischen Sinne, sondern auch im Hinblick auf das Lehren und Lernen. Ebenso prägt sie in ihrer Lehre einen nachhaltigen, kritischen Umgang mit der Ethnologie als wissenschaftliche Disziplin. Denn gerade eine Wissenschaft, die auf einer derart hierarchischen und ausbeuterischen Vergangenheit aufbaut, bedarf einer kritischen Perspektive und einem sensiblen, mutigen und menschenfreundlichen Umgang, um in der Zukunft positive Einflüsse in die Wissenschaft und in die Gesellschaft zu bringen. Dass das Fach auch heute noch viel zu oft von hierarchischen Strukturen eingebettet ist, merken besonders die Studierenden der Ethnologie hier in Göttingen am Institut. Auch die Universität ist ein Ort steiler Hierarchien, in dem durch jeden Titel Autorität erwartet wird. In diesem Umfeld begegnet Frau Gabbard aber allen Menschen selbstverständlich auf Augenhöhe. Sie ermutigt uns Studierende, ebenfalls neugierig und mutig zu sein, unsere eigenen Wege zu gehen. Einige Male wurde ihr sogar für Überengagement für Studierende kritisiert. Sie hat diese Kritik aber nie angenommen, denn so etwas gibt es für sie nicht. Abschließend möchte ich noch etwas einbringen, was für Frau Gabbard gilt, aber darüber hinaus auch für viele weitere Personen und Strukturen unserer Universität. Das, was in diesem Zusammenhang eindeutig nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat, ganz besonders nicht mit Nachhaltigkeit im Bereich von Studium und Lehre, ist, dass Frau Gabbard leider nicht weiter am Institut für Ethnologie beschäftigt wird. Und viele zukünftige Studierende nicht das Privileg haben, mit und von ihr zu lernen. Dass es an dieser Uni immer wieder dazu kommt, dass die für uns Studierenden wichtigen Personen, Strukturen und Programme nicht ausreichend unterstützt werden, ist für uns unverständlich und mehr als ein großes Ärgernis. Sei es Frau Gabbard oder andere wichtige Stellen wie die Position von StudiengangskoordinatorInnen, der Abbau von Lernräumen oder das Streichen der Antidiskriminierungsstelle. So sieht Nachhaltigkeit in der Lehre nicht aus. Aber, soll ja eine Feier sein, daran können wir im nächsten Jahr bestimmt gemeinsam besser arbeiten. Denn das Gemeinsame daran möchte ich nochmal betonen, denn eine Gruppe alleine kommt da nicht weiter. Hanna Bornemann hat ja gerade vor mir schon bereits gesagt, dass wir studentischen VertreterInnen dafür bekannt sind zu kritisieren und, ja, was soll ich sagen, das musste sein. Denn um es mit Frau Gabberts Worten zu sagen, die Kritik sollte nie untergehen, denn dadurch bleiben wir unbequem, beweglich und können etwas bewegen. An dieser Stelle freuen wir uns aber mit diesem Preis, Frau Gabbard zumindest aus unserer Position, noch das mitzugeben, was wir ihr mitgeben können. Unsere Wertschätzung in Form von diesem Preis. Vielen Dank. Frau Gabbard hat jetzt auch noch die Möglichkeit, kurz was zu sagen.
Ja, was für eine Überraschung. Ich weiß das seit ein paar Stunden, dass ich heute hier eingeladen bin und einen Preis bekomme. Und doch noch einen für Nachhaltigkeit. Und die, vor allen Dingen die Studierenden, die mich kennen, wissen, wie ich Nachhaltigkeit begegne. In Generationen denken, in Generationen sein und zwischen Generationen kommunizieren. Und wo geht das an der Universität besser als in gemeinsamen Lehrveranstaltungen? Wir waren das Team, die Studierenden und die Dozierende. Wer mich kennt, weiß aber auch, dass ich Preise nicht so gerne mag. Denn ich stehe für eine gründliche, kritische, gute, angewandte und nicht triumphale Wissenschaft. Nicht triumphal, das haben wir auch oft diskutiert. Ich gebe dann immer zu bedenken, dass man zumindest überlegt, von wem man Preise annehmen kann und möchte. Und dieser Preis der Studierendenschaft ist einer, der mir wirklich viel bedeutet. Sehr viel, denn es waren die Studierenden in diesen 6 Jahren mit ihrer Kritik, mit der Offenheit, mit diesen immer offenen Augen, immer so viel wissen wollen, so viel kritisieren wollen, nachhaltig unruhig bleibend, die mir diese Zeit hier nach 15 Jahren Grundlagenforschung vorher sehr, sehr besonders mit besonderen Räumen gefüllt haben. Wissen über Seminare hinaus, Wissen über die Universität hinaus und Wissen über die Momente hinaus, in denen wir anfangen, das Wissen überhaupt zu denken. Und dieser Preis ist ein Nachhall von dem, was wir in den Seminaren gemeinsam veranstaltet und kreiert haben. Und das ist ein zeitlich verschobener Nachhall und ein Beweis für Nachhaltigkeit, die in der Lehre immer möglich sein sollte. Vielen, vielen Dank. Ja, allen Preisträgern ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Nachhaltig unruhig, das passt irgendwie zu Göttingen, glaube ich, so ein bisschen. Wir kommen nun zu einer Verleihung, die eine Premiere ist für heute. Es geht um den Preis in der Kategorie Kreativität im Studium. Das ist ein Projekt, eine Förderung, die hier von der AKB-Stiftung ermöglicht wird. Und ich würde jetzt Herrn Ammer, unser Vizepräsidenten für Studium und Lehre, nach vorne bitten, der ein bisschen erzählen wird, was dieses Programm eigentlich bedeutet, was es für die Studierenden, die hier heute einige der Preisträgerinnen auch da sind, in der Geförderten, für die bedeutet. Wir haben 3 kleine Videos, die Ihnen zeigen, was das eigentlich ist, und dann kriegen Sie Ihre Preise. Herr Ammer. Ja, vielen Dank. Ich will es kurz machen, aber vielleicht noch eine Bemerkung zu unseren Studierenden. Ich finde es wirklich schön, dass die Studierenden, die Preise, die Studierenden verliehen werden, so eine prominente Rolle in der Jahresabschlussfeier sind. Als Vizepräsident für Studium und Lehre ist mir das wirklich ein Anliegen. Und dass Sie kritisieren, das ist okay. Das wissen wir, Frau Bornemann, Sie haben gesagt, Sie sind eigentlich immer diejenigen, die dann sagen, was nicht so gut ist. Wir sagen natürlich auch, was uns nicht so gut ist. Ich glaube, das ist schon okay. Insgesamt kann ich aber sagen, Herr Moos, wir haben sehr aktive, kreative Studierende, die gute Ideen haben, und einige davon werden wir jetzt auch gleich sehen. Und ich würde auch sagen, und dafür will ich mich herzlich bedanken, dass wir insgesamt einen guten Stil miteinander haben, jedenfalls aus meiner Warte. Also vielen Dank für das vergangene Jahr in der Hinsicht, und ich wünsche mir, dass wir auch so weitermachen im neuen Jahr. Ja, jetzt aber zur AKB-Stiftung. Herr Büring hat schon gesagt, eine Premiere. Es gibt ein Programm, das jetzt schon ziemlich lange läuft und inzwischen auch einen Umfang von 700.000 Euro ausmacht. Also 700.000 Euro Fördergeld haben sich über die Jahre angesammelt, mit der die AKB-Stiftung, eine private Stiftung, die sich sozialen, kulturellen, kirchlichen, aber eben auch wissenschaftlichen Initiativen widmet, in der sie eben eine Förderung ausgelobt hat.
Und wie der Titel sagt, geht es um Kreativität im Studium. Und das ist wirklich so gemeint. Es sollen Initiativen gefördert werden, die sicherlich in Teilen eben auch einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, die aber über den Tellerrand hinausgehen und die nach Möglichkeit auch so ein bisschen in den sozialen Bereich hineinstrahlen und eben Themen aufgreifen, Lösungen vorschlagen oder Maßnahmen, die eben zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen auch beitragen können. Und da gibt es eine Kommission, die sich zweimal im Jahr, also jedes Semester einmal trifft. Es gibt auch ein Antragswesen, das finden Sie, die Interessierten, auf der Homepage. Mit viel Ernsthaftigkeit unter Einbezug des Stifters oder der Stifterfamilie, verschiedenen Akteuren, aber auch der Studierenden, kommen wir dann zu einer Entscheidung, aus den vielen Anträgen dann die herauszuselektieren, die wirklich preiswürdig sind. Das gibt dann bis zu 5.000 Euro, mit denen die Studierenden dann eben was machen. Und das ist das Schöne an diesem Projekt, dass man eben dann auch nachher erfährt, was ist eigentlich passiert. Und ich darf Sie jetzt schon darauf hinweisen, draußen nachher sehen Sie an Postern, was alles in der Hinsicht geleistet worden ist. Seit 2013 sind es über 600 Anträge gewesen, die in 19 Runden verteilt wurden an insgesamt fast 500 Studierende. Sie sehen also, da ist wirklich was los. Und ich muss mich immer wieder wundern, dass jedes Jahr aufs Neue unseren Studierenden was einfällt. Also die Ideen gehen nicht aus und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und damit möchte ich es auch bewenden lassen. Ich darf jetzt überleiten zur Preisverleihung an die insgesamt 43 Studierenden. Herr Bühring macht das aus 11 Teams. Wir gehen aber erst noch die Videos angucken. Wir gucken erst noch die Videos. Die zeigen Ihnen, was Sie sehen. Und dann wird Herr Büchting als Vertreter der Stifterfamilie mit mir zusammen die Preise verleihen. Vielen Dank. Mein Name ist Steffen Witte und ich studiere Humanmedizin im 11. Semester in Göttingen. Mit meinem Projekt Sporthilfe Tansania möchte ich Kindern in Arusha, einer Großstadt im Norden Tansanias, das Sporttreiben ermöglichen. Denn Sport ist mehr als nur ein Spiel. Gemeinsam mit mehreren Einheimischen gründeten wir im Slum von Arusha einen Sportverein. Da die Kinder weder Schuhe noch Bälle besaßen, sammelte ich Material und Geldspenden, um sie nach Arusha zu transportieren. Wir bildeten mehrere Trainer aus, die nun 4 Fußballmannschaften und insgesamt über 100 Kinder betreuen. Mittlerweile nehmen sie auch an vielen Turnieren und sogar der offiziellen Liga des Landes teil. Zuletzt gründeten wir auch eine Netballmannschaft, um insbesondere Mädchen das Sporttreiben zu ermöglichen. Herzlichen Dank für all Ihre Unterstützung, die dieses Projekt überhaupt erst möglich macht. Hello everyone, I'm Hamid Akhlavi, one of the grantees of the 2022 Creativity in Studies program. My project is a documentary film titled The Line from Iran to Germany. As the name suggests, I followed the development of the concept of borders among 3 Iranian mothers in the process of or after immigrating from Iran to Germany. However, it's with a heavy heart that I introduce my project to you. As you may have heard, Iran is in a devastating situation. Many students, such as I, are imprisoned or even killed by the regime. Please
please be our voice. Be Iran's voice. Thank you. Breit gefächert wie die Themen dieser drei Videos, die Ihnen Beispiele gezeigt haben, sind auch alle anderen Projekte. Und ich darf jetzt Herrn Ammer und Herrn Büchting hier begrüßen, die die Urkunden für alle Preisträgerinnen und Preisträger, diejenigen, die hier sind, übergeben werden. Und Frau Gottschlich, die das Projekt koordiniert, wird jetzt anfangen, diese Namen zu verlesen. Ich bitte Sie, wenn Sie aufgerufen worden sind, mit nach vorne zu kommen. Und dann gibt es nacheinander direkt alle Urkunden. Also, los geht's. Jawohl, wir beeilen uns. Einmal bitte Lucy Scheelen für Conservation Heritage People Feldforschung mit iranischen Landwirtinnen. Carola Helbig. Die nächsten Projekte sind nicht anwesend. Ich lese sie vor. Carola Helbig und Melchior Pohlmeier Gefühlstableaus, genauso wie Pia Roddewig und Antonia Therese Tegtmeier, Ona Feline Gerdelmann für Menstruationsprodukte für Uganda. Nach vorne bitten wir Elena Makari, Adina Kügelhahn für Break the Bloody Taboo. Larissa Feldmann und Lücker Gehring kümmern sich um eine städtische Gemeinschaftsgarten. Bitte einmal nach vorne. Ugay Umar, Abdulrahman Jalal, Nora Wenke, Fatima El-Gadra für Enable the Future, medizinische Hilfsmittel aus dem 3D-Drucker. Hamid Akharli, The Line from Iran to Germany. Das nächste Projekt, From Waste to Gas to Fuel, Björn Hormes, Lea Trost, Jasmin Petrovac, Lea Hahn, Katharina Stark, Julia Fricke, Sönke Bewehn und Alexander Rosenberger. Das nächste Projekt ist nicht hier, aber wir lesen es weiterhin vor und bekommen auch keine Platzangst hier vorne. Daher Jan zum Mallen, Marlene Luise Alba, Manu Freckmann, Paul Kiran Sattler für eine Konferenz koloniale Kontinuitäten erkennen und benennen. Die nächsten Preisträger sind bitte Theo Kind und Hanna Dipon für den Naturfilm Wattenmeer. Als nächste Gruppe Levke Sandrock, Helena Kremer, Biljin Bayram, Tristan Niemann für Kongress der Teddybär-Krankenhäuser. Steffen Witte, wie eben gesehen, für den Aufbau einer Sporthilfe in Arusha, Tansania. Jakob Demmer, bioakustische Erfassung des nächtlichen Vogelzugs. Marie Rieske und Angelika Tietze, Deutschlernen vereint im Waldweg mit der, die das. Und Clara Sophie Rau und Kim Eileen Utsch kümmern sich um Campus Waldgarten. Ja, meine Damen und Herren, ich würde sagen, das ist insgesamt nochmal ein Gesamtapplaus für all die Preisträgerinnen und Preisträger im kreativen Studienwerk. Herzlichen Glückwunsch.
Und damit Ihr Engagement auch nachhaltig dokumentiert ist, machen wir hinterher noch ein ganz tolles Gruppenfoto, damit der Fotograf mich nicht schimpft. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Und nach oben bitte ich nun die Vizepräsidentin für Chancengleichheit und Berufungen vor allen Dingen. Das ist Anke Holler, die die Stelleninhaberin im Dorothea-Schlözer-Programm auszeichnen wird. Frau Holler. Ja, nachdem jetzt die Studierenden im Mittelpunkt standen, freut es mich jetzt ganz besonders, dass ich Ihnen drei exzellente junge Wissenschaftlerinnen vorstellen darf, die sich mit ihren innovativen Forschungsprojekten erfolgreich auf eine der drei ausgeschriebenen Stellen im Rahmen des diesjährigen Dorothea-Schlözer-Postdoktorandinnenprogramms beworben haben und in einem mehrstufigen Verfahren ausgewählt worden sind. Eine der Stellen ist an der UMG angesiedelt und für die beiden anderen Stellen waren in diesem Jahr die Geistes- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultäten antragsberechtigt. Der Göttingen Campus lebt von der Qualität und dem Entwicklungspotenzial seines wissenschaftlichen Nachwuchses. Das Dorothea-Schlözer-Programm hat sich an der Universität inzwischen als eine außerordentlich erfolgreiche Form der institutionalisierten Förderung von besonders qualifizierten promovierten Wissenschaftlerinnen etabliert. Die Förderung soll Ihnen nach Ihrer Promotion den Freiraum geben, kreative Forschungsideen selbst zu entwickeln und eigene Forschungsprojekte möglichst ungebunden umzusetzen. Ganz im Sinne der Namensgeberin dieses Förderprogramms, Dorothea Schlözer, die sich immer sehr nach Eigenständigkeit gesehnt hat. Als Universität verbinden wir mit Dorothea Schlözer vor allem die erste Promotion einer Frau zum Doktor der Philosophie. Allerdings blieb es ihr als unverheiratete Frau verwehrt, anwesend zu sein, als ihre Promotion anlässlich des Universitätsjubiläums 1787 in der Paulinerkirche proklamiert wurde. Die Prüfung war zuvor im Hause des Dekans vor 7 Fakultätsmitgliedern abgenommen worden. Diese und andere biografische Details können Sie übrigens in einem sehr instruktiven Aufsatz von unserem Altpräsidenten Horst Kern nachlesen. Heute sind die Verhältnisse glücklicherweise anders. Selbstbestimmt und erfolgreich forschende Frauen sind inzwischen Selbstverständlichkeit, stimmt's, Frau Wiesemann? Dennoch, für die frühen Karrierephasen bedarf es weiterhin geeigneter Förderformate, um die Karriereperspektiven von jungen Wissenschaftlerinnen zu verbessern. Und an dieser Stelle möchte ich auch allen denjenigen der Universität danken, die das Programm als Mentorinnen und Mentoren unterstützen. In diesem Jahr gilt dieser Dank ganz besonders den Kollegen Peter Tobias Stoll, Lutz Kolbe und Günther Schneider, die den drei ausgewählten Postdoktorandinnen in den kommenden 2 Jahren sicher mit Rat und Tat zur Seite stehen werden. Und damit komme ich zum Wichtigsten, den Stelleninhaberinnen für die Jahre 2022 bis 2024. Die sind Dr. Gilly Vanessa Pacheco Restrepo von der Juristischen Fakultät, Dr. Maike Greve von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und Dr. Constanza Nicole Tapia Contreras von der Medizinischen Fakultät. Dr. Gilly Pacheco ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für internationales Wirtschafts- und Umweltrecht am Institut für Völker- und Europarecht. In ihrer Forschung befasst sie sich mit der Regimeinteraktion im internationalen Umweltrecht, neuen EU-Konzepten für Nachhaltigkeit im Handel und Fragen des internationalen Forstrechts. Das Projekt, dem Frau Pacheco sich im Rahmen des Dorothea-Schlözer-Programms widmen wird, lautet
the role of EU normative processes of deforestation-free products in improving extraterritorial forest governance and sustainable forest management. Auch ich musste üben. Frau Pacheco ist heute leider nicht hier bei uns in der Aula. Sie ist gerade auf einer Konferenz in Coimbra in Portugal. Aber möglicherweise, ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen muss jetzt. Hallo Frau Pacheco, möglicherweise sehen Sie uns und wir gratulieren Ihnen ganz herzlich. Dr. Maike Greve forscht im Bereich Informationsmanagement am Department für Betriebswirtschaftslehre. Sie leitet mit der Digital Health Research Group ein interdisziplinäres Forschungsteam, das sich mit Informationssystemen im Gesundheitswesen befasst und dabei die Wirtschaftsinformatik, die Ökonomie, die Statistik und die Data Science zusammenbringt. Frau Greve interessiert sich insbesondere für Data Justice, Mobile Health und Information and Communication Technologies for Development. Ihr Dorothea-Schlözer-Programm-Projekt im Dorothea-Schlözer-Programm wird sie das Projekt bearbeiten mit dem Titel Bringing a Justice Lens to the Use of Data Within and Across Healthcare Services. Herzlichen Glückwunsch. Dr. Constanza Tapia Contreras verbindet präklinische und klinische Forschung, um neue und personalisierte Therapien zu entwickeln. Als Mitglied der Arbeitsgruppe von Herrn Schneider an der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie erforscht sie die molekularen Ursachen von Vulnerabilitäten gastrointestinaler Krebszellen. In ihrem Dorothea-Schlözer-Forschungsprojekt untersucht Frau Tapia Contreras Karzinome der Bauchspeicheldrüse. Ihr Projekt trägt den Titel, jetzt wird es anstrengend, Optimization of 3D Pancreatic Adenocarcinoma Cultures as a Platform for Understanding Biology and Definition of Personalized Therapies. Herzlichen Glückwunsch. Wir möchten Ihnen für Ihre Forschungsprojekte natürlich den allergrößten Erfolg wünschen, aber vor allem auch viel Vergnügen und Sie für Ihren weiteren Lebensweg oder vor allem auch Ihren wissenschaftlichen Weg, wo wir nur können, unterstützen. Und ich darf Sie jetzt auf die Bühne bitten, gemeinsam mit Wolfgang Brück als Vorstand der UMG. Wir werden gemeinsam die Urkunden überreichen. Wunderbar, ganz herzlichen Dank Ihnen. Und die Frage ist jetzt, Frau Breustedt, bei Tagesordnungspunkt 20, wie sind Sie angekommen? Sie sind da, schön, dass Sie da sind. Wie wird's? Wahrscheinlich werden Sie nach der Vereidigung noch wieder zurückgehen können und weiter gute Politik für Göttingen machen können, hoffentlich mit Sicherheit. Bitte. Ja, sehr geehrter Herr Professor Dr. Metin Tolan, sehr geehrte Frau Professorin Dr. Wiesemann,
sehr geehrte Ehrengäste, liebe Studierende, liebes Präsidium. Ich sehe ganz viele bekannte Gesichter, mehrere Bundestagsabgeordnete, mehrere Landtagsabgeordnete, eine ehemalige Landtagspräsidentin, einen ehemaligen Unipräsidenten, einen Nobelpreisträger. Wow, das ist wirklich eine tolle Besetzung und ich bedauere erst jetzt zu kommen. Sie haben es eben schon gehört, wir hatten heute Abend Ratssitzung. Es gab weit mehr als 73 Tagesordnungspunkte. Der Haushalt wurde eingebracht, diverse, auch wirklich bedeutende Anträge aus den Ratsfraktionen. Na, und das alltägliche Geschäft, das war nicht so einfach. Wir haben seit 16 Uhr getagt. Und ich danke Ihnen sehr für das Verständnis, dass ich erst jetzt komme und vor allen Dingen auch für das Entgegenkommen, dass ich trotzdem zu der fortgeschrittenen Stunde noch zu Ihnen sprechen darf. In jedem Fall darf ich Ihnen die herzlichen Grüße des Rates mit übermitteln. Das hat der Rat mir auch eben gerade noch mal so mit auf den Weg gegeben. Und bin einfach froh, hier zu sein. Ich sage immer, Göttingen ist keine Stadt mit einer Universität. Göttingen ist eine Universitätsstadt. Und das, ich glaube, da sind wir uns einig, lieber Metin Tolan, das bedeutet, und das kann man daran auch erkennen, dass Stadt und Universität ganz, ganz eng zusammenarbeiten, wirklich wertschätzend, vertrauensvoll, dass wir beide immer einen roten Draht am Telefon haben, wenn es irgendein Problem gibt, dass wir uns regelmäßig austauschen und treffen und dass eine Oberbürgermeisterin auch zur Jahresfeier der Akademie zu spät kommen darf. Vielen Dank dafür. Und jetzt gucke ich in die erste Reihe und sehe, dass es selbst ein Minister aus der Landesregierung hierher geschafft hat. Ja, es ist wirklich eine tolle Besetzung. Also ich will einfach sagen, Stadt und Universität arbeiten an vielen Punkten zusammen. Zum Beispiel fördert die Stadt das Forum Wissen, inzwischen auch institutionell, jedes Jahr mit 100.000 Euro. Wir nehmen jedes Jahr an der Nacht des Wissens teil, die einfach eine tolle Veranstaltung ist, um das Treiben der Universität in die Öffentlichkeit zu bringen und zu zeigen, was Universität macht. Wir unterstützen und beraten die Stadt bei Bauprojekten und möglicherweise haben wir demnächst sogar eine Kooperation, was erneuerbare Energien betrifft. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ein Zeichen, dass wir auch an anderer Stelle sehr, sehr gut zusammenarbeiten, ist eine wichtige Entscheidung, die der Rat der Stadt heute getroffen hat. Und das kann ich jetzt gleich mal als frohe Botschaft hier in der Runde mitteilen, brühwarm sozusagen. Der Rat der Stadt hat einstimmig beschlossen, die Universität bei der Einrichtung von Gründungs- und Innovationsräumen in den nächsten 3 Jahren mit 110.000 Euro zu unterstützen. Es war keine große Debatte, man war sich sofort einig, das ist das Richtige. Stadt und Universität sollten, was das Gründungsökosystem betrifft, gut zusammenarbeiten. Das, lieber Metin Tolan, haben wir beide ja auch immer gesagt. Wir haben schon eine Vielzahl an Projekten und dieser neue Antrag der Universität auf eine EFRE-Förderung, den unterstützen wir gerne mit einer Kofinanzierung. Aber wir waren uns auch einig, dass Projekte, gerade wenn es um Gründungsberatung geht, zu gut sind, dass wir aber eigentlich ein kontinuierliches Klima von Gründung brauchen und kontinuierlich stellen, quasi eine kontinuierliche Förderung. Und wir waren uns einig, dass das eine gemeinsam getragene Verantwortung von Universität und Stadt sein sollte. Wir haben uns verabredet, dass wir gemeinsam dazu ein Konzept entwickeln, auch die Grundfinanzierung dafür in Zukunft aufstellen. Und ich habe berichtet, dass die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Göttingen ein Technologie-Gründungs- und Innovationszentrum errichten möchte. Sie wird jetzt erstmal in die Räume der Sternwarte der Universität mit einziehen. Wir werden dort Gründungs- und Innovationsräume gemeinsam betreiben. Wir denken das Thema noch größer, weil wir glauben, eine Universitätsstadt sollte viele Gründungen unterstützen. Ausgründungen aus dem universitären oder Forschungskontext, auch Start-ups jeglicher Art. Und wir sind uns einig, dass wir dies auch gemeinsam tun werden. Darüber bin ich sehr, sehr froh. Man kann also sagen, zwischen Stadt und Universität passt kein Blatt. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, dass wir dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit auch in den nächsten Jahren bewahren, intensivieren und ausbauen. Ich glaube, damit kann ich meine Worte schon beenden. Ich wünsche allen, die heute einen Preis bekommen haben oder die geehrt worden sind, alles Gute, herzlichen Glückwunsch von mir und danke, dass Sie mich zu so später Stunde noch ertragen haben. Applaus
Ja, vielen Dank, Frau Breustedt. Schön, dass Sie es noch geschafft haben bei 73 Tagesordnungspunkten. Da bewundere ich Sie wirklich. 73 Tagesordnungspunkten in einer Präsidiumssitzung. Ob das dann an einem Tag mit Tagesordnungspunkten erledigt wäre, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt eine ganz schwere Aufgabe, denn die Zeit ist jetzt ja schon sehr fortgeschritten und ich glaube, dass das Letzte, was Sie jetzt brauchen, ist jetzt noch eine lange Rede des Universitätspräsidenten, denn wir haben im Foyer ja noch etwas für Sie aufgebaut. Insofern versuche ich mich zumindest etwas kürzer zu halten, aber auch das ist immer schwierig, denn ich kenne das selber, diejenigen, die immer ankündigen, die kurzen Reden schnell mal zu halten, die dauern immer am allerlängsten, aber ich möchte es trotzdem versuchen. Ich möchte als Erstes die Gelegenheit nutzen, damit ich es nicht vergesse, nochmal den Preisträgerinnen und Preisträgern ganz herzlich zu gratulieren. Sie waren heute Abend im Mittelpunkt. Herzlichen Glückwunsch zu Ihren Preisen. Ich möchte mich nochmal bei Frau Wiesemann für den wunderbaren Festvortrag bedanken. Nochmal herzlichen Dank dafür. Und ich möchte mich auch bedanken bei der Organisation hier dieser Veranstaltung, unser Veranstaltungsmanagement, unsere Öffentlichkeitsarbeit, die hier jetzt alles das für uns hier vorbereitet hat. Einen ganz großen Dank an unser Veranstaltungsmanagement und an unsere Öffentlichkeitsarbeit, die das für uns alles gemacht hat. Was mich mit großer Freude und auch großem Optimismus erfüllt, Herr Moors, ist wirklich, dass Sie hier sind, dass Sie wirklich hier am Anfang Ihrer Amtszeit gleich zu unserer akademischen Jahresfeier kommen und dass Sie wirklich schnelle Entscheidungen treffen können. Ich glaube, das hat man schon jetzt gesehen, denn die Hilfe von 30 Millionen, die Sie an die Studierendenwerke gegeben haben, ich glaube, die hat schon mal für eine große Sicherheit bei uns gesorgt, denn die Mensa, die Preise für das Mensaessen bleiben konstant für unsere Studierenden, die Preise in den Wohnheimen bleiben konstant. Es wird ein sogenanntes Niedersachsen-Menü angeboten, welches für 2,50 Euro angeboten wird. Und das ist ja eine Verpflichtung an die Studierendenwerke. Also ich muss sagen, das ist wirklich schnell geschehen. Vielen Dank dafür und ich bin mir auch sicher, dass wir andere Schwierigkeiten, die es geben wird, auch mit Ihnen auf Augenhöhe besprechen können. Und ich glaube auch, dass der Kollege Schachtner als Staatssekretär, ihm muss man nicht lange unsere Probleme erklären, denn er war ja bis vor kurzem noch auf unserer Seite, so nenne ich das mal. Also insofern, glaube ich, sind wir da auf einem sehr guten Weg. Ich habe vor ein paar Tagen, oder ich weiß auch nicht, ob es schon einige Wochen her ist, in den Nachrichten gehört, das Wort des Jahres wird ja jedes Jahr gekürt und das Wort des Jahres ist dieses Jahr Zeitenwende. Das Wort des Jahres, oder an zweiter Stelle kamen bei dieser Auswahl die Worte Krieg und Frieden und an dritter Stelle das Wort Gaspreisbremse. Ich glaube, ein Wort, was wir im letzten Jahr noch nicht kannten. Die großen Krisen definieren also auch immer das, was wir mit unserer Sprache ausdrücken. Und das ist auch so, diese Zeitenwende, die wir erlebt haben oder erleben, oder wo wir noch mittendrin sind, die am 24. Februar begonnen hat, hat alle Teile unserer Gesellschaft erfasst. Aber ich glaube natürlich noch mehr das Land der Ukraine mit Leid überzogen. Auch hier, muss ich sagen, hat das MWK extrem schnell reagiert. Es wurde innerhalb einer Woche ein Programm gemeinsam mit der Volkswagen Stiftung aufgesetzt, um ukrainischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ihr Land verlassen mussten, zu helfen. Auch hier nochmal herzlichen Dank in die Universität, weil dieses Programm auch sofort aufgenommen wurde und wir konnten so einigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auch Studierenden aus der Ukraine helfen. Ich glaube, auch da hat man gesehen, dass solche Sachen dann sehr schnell umsetzbar sind, wenn man sie schnell auch umsetzen muss. Ich denke, auch wir haben schnelle Hilfe leisten können. Es sind sofort Spenden gesammelt worden. Wir konnten Studierenden aus der Ukraine helfen und konnten hier auch ein ganz kleines bisschen dazu beitragen, etwas Not zu lindern. Wir haben durch diesen Krieg eine Energiekrise, die wir
alle ja zu spüren bekommen. Vielleicht ist es auch nur in Anführungszeichen eine Energiepreiskrise. Wir haben uns relativ schnell eigentlich entschieden, dass wir gesagt haben, dass wir den Präsenzbetrieb an der Universität darunter nicht leiden lassen wollen. Denn es gab da ja, und konnten Sie auch nachlesen, so Ideen, dass man sagt, naja, das ist ja alles kein Problem, wir schicken unsere Studierenden wieder nach Hause und sparen so die ganzen Heizkosten hier an der Universität. Mal abgesehen davon, dass man sie dann nur verlagert hätte, ist das natürlich auch kein so optimaler Vorschlag gewesen. Wir waren gerade wieder dabei, zurückzukommen und sehen auch, dass das Zurückkommen in den Präsenzbetrieb auch wieder gar nicht so einfach ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen alles zu tun, um den Präsenzprinzip zu gewährleisten. Natürlich mit Einschränkungen, auch wir heizen unsere Räumlichkeiten nur auf 19 Grad. Das ist jetzt hier mit dem Raum nicht ganz so schwer, denn Sie alle haben 100 Watt ungefähr an Wärmeleistung mitgebracht. Dafür schon mal vielen Dank. Deswegen geht das natürlich auch. Wir haben aber auch andere Sachen machen müssen. Wir haben zum Beispiel, ich glaube, schon seit September nicht mehr unser Schwimmbad geheizt. Das war am Anfang noch möglich. In der Zwischenzeit ist das Wasser auf unter 20 Grad Celsius abgekühlt und man hat mir gesagt, selbst mit einem Neoprenanzug ist es doch frisch, wenn man dort noch badet. Einige Unerschrockene tun das immer noch. Das sind Sachen, die wir tun mussten, weil wir uns natürlich an das Einsparziel, was es gibt, halten wollen und hoffen, dass wir es erreichen. Es ist auch so, dass diese Energiepreiskrise dazu führt, dass wir ein Ziel, was wir sowieso haben bzw. hatten, nämlich die nachhaltige Universität, so viel CO2 einzusparen wie möglich, dass wir dieses Ziel noch prominenter gemacht haben und es auch versuchen, noch schneller zu erreichen. Wir haben Pläne für den großen Ausbau von Photovoltaik gemeinsam mit der Stadt, wie Frau Breustedt es bereits gesagt hat. Wir haben Sanierungen an der Universität, die entsprechend priorisiert sind. Ich glaube, hier gibt es einen großen Dank an den Vizepräsidenten für Infrastrukturen und Digitalisierung, den Kollegen Lossau, der gemeinsam mit unserem Gebäudemanagement und dem Green Office hier, glaube ich, viel geleistet hat in den letzten Wochen und Monaten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für die Zukunft. Im Bereich der Forschung ist es so, dass ich vielleicht nur eine Sache jetzt herausstellen möchte. Da sind natürlich ganz viele Sachen an unserer Universität gelaufen. Aber wir bereiten uns auf die nächste Runde der Exzellenzstrategie vor. Wir haben 5 sogenannte Skizzen für Exzellenzcluster. Das sind große Forschungsverbünde, wo es ungefähr um ein Volumen von 40 Millionen Euro für 7 Jahre geht. Wir haben 5 sogenannte Skizzen, also Ausarbeitungen von Forschungsprojekten, die wir das Jahr über ausgearbeitet haben. Und da steht es jetzt an, sie am 31. Mai nächsten Jahres an die DFG zu übersenden und dann werden sie begutachtet bis zum Herbst und im Februar 2024 erfahren wir dann, welche dieser Skizzen zu einem Vollantrag aufgefordert werden. Seit gestern kennen wir auch die genauen Rahmenbedingungen. Zu unserer großen Überraschung ist es so, dass wir während dieser Skizzen dann auch schon mal von den Gutachtenden kontaktiert werden und vielleicht noch Fragen zu beantworten haben. Das ist neu in dieser Runde. Unser Hauptziel ist, dass wir einen weiteren Exzellenzcluster einwerben, mindestens einen weiteren, und das existierende Cluster Multiscale Bioimaging, was wir hier zusammen mit der UMG haben, wirklich auch behalten und dann auch in die nächste Runde bringen. Das ist sozusagen unser Hauptziel, nämlich dann deswegen, weil wir uns dann erst qualifizieren, dafür auch eine Exzellenzuniversität sein zu können und somit zu den Top-10-Plätzen in Deutschland zu gehören. Leicht oder schwer das Ziel zu erreichen ist, können Sie vielleicht an ein paar Zahlen sehen. Man rechnet so ungefähr damit, dass 20 solcher neuen Exzellenzcluster zu den bestehenden genehmigt werden.
und man rechnet damit, dass man so 200 bis 250 Antragsskizzen eingereicht werden. Da sehen Sie, das ist ein harter Wettbewerb. Ich hoffe, wir schneiden besser ab als unsere Fußballer in Katar und deswegen gehen wir natürlich mit allem Optimismus und aller Werf an dieses an diese Aufgabe heran. Und ich glaube, einen großen Dank gibt es hier an Bernhard Brümmer, unseren Vizepräsidenten für Forschung, und sein Team und auch an die Abteilung Forschung dafür die Arbeit, die jetzt schon investiert wurde. Ich möchte auch hier einen großen Dank an unsere Campuspartner richten, denn das schaffen wir nur. Wir können nur so gute Anträge abgeben, weil wir hier halt in Göttingen die einmalige Umgebung haben mit einer unglaublich forschungsstarken Universitätsmedizin, wie Wolfgang Brück uns, glaube ich, eindrucksvoll gezeigt hat, mit den Max-Planck-Instituten, mit denen wir aufs engste zusammenarbeiten, mit dem DPZ, mit dem wir auch aufs engste zusammenarbeiten, dem DLR haben wir hier einen so geballten Forschungsraum, den wir für unsere Anträge auch voll ausnutzen können. Es ist natürlich wichtig für unsere Forschungsstrategie, um nicht zu sagen essentiell, dass wir eine Berufungsplanung haben, dass wir die besten Köpfe hier nach Göttingen bekommen. Und Frau Holler hat das eben auch schon bei der Preisverleihung der Dorothea Schlözer Preise, Stipendien, gesagt. Unser Ziel ist es, hier auch noch mehr Professorinnen zu gewinnen, denn das Ressort heißt Berufungen und Chancengleichheit, und die größte Chancenungleichheit haben wir immer noch bei den Professorinnen. Da haben wir ungefähr 28% über die Universität gerechnet, während wir 50% Studentinnen haben und noch fast 50% Doktorandinnen. Und das ist der Grund, warum wir hier eine Karriereentwicklung vor Ort betreiben wollen, weil wir vielleicht auch mehr auf Tenure-Track-Verfahren setzen, die eben schon da, wo wir noch nicht die Chancenungleichheit haben, ansetzen, um dann Karrieren hier vor Ort zu entwickeln. Die Universität selber hat als Markenkern, ich drücke das immer so aus, als Markenkern die enge Verzahnung von Grundlagenforschung und Lehre. Das ist, glaube ich, das, was eine Universität insgesamt auszeichnet und von allen anderen Institutionen abhebt. Und ich denke, bei der Lehre müssen wir uns immer eine Sache klar machen. Lehre wird letztlich von Menschen für Menschen gemacht. Wir sind eine Präsenzuniversität, und diese Präsenz an der Universität ist uns nicht wichtig als Selbstzweck, sondern wir sind der tiefen Überzeugung, dass es dieses Austausches untereinander bedarf, um nicht nur effizient, sondern auch wirklich gut lernen zu können. Gleichzeitig müssen wir natürlich sehen, dass der Anspruch an uns auch gestiegen ist. Unsere Studierenden möchten natürlich Präsenzlehre haben, sie möchten aber gleichzeitig auch, es wäre schön, wenn es gleichzeitig gestreamt würde, vielleicht möchte ich auch nicht immer hingehen, und noch besser wäre es, wenn es dann auch noch aufgezeichnet würde, dann kann ich es mir auch noch woanders angucken. Wir verstehen das schon, diese Möglichkeiten gibt es, wir haben diese Möglichkeiten ja auch alle in der Pandemie überprüft. Trotzdem möchte ich an alle Lehrenden appellieren, zum Beispiel in einem Seminar wissen wir doch jetzt alle, wie man einen Zoom aufsetzt und einen Zoom mitlaufen zu lassen für diejenigen, die vielleicht wirklich aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen können oder aus anderen Gründen nicht teilnehmen können. Da fände ich es schon gut, wenn man es auch hinbekommt, hier eine Teilhabe zu ermöglichen, jenseits dessen, was wir sonst tun. Ein ganz wichtiger Punkt in der Zeit jetzt ist, und ich glaube, das konnten wir eindrucksvoll bei Ihrem Projekt sehen, Herr Krengel, ist eben auch, dass wir wirklich jetzt das, was wir zwangsweise in der Corona-Pandemie tun mussten, jetzt auch wirklich in unseren Lehrbetrieb zu überführen. Welche Sachen in der Pandemie waren denn gut? Was haben wir denn wirklich gelernt? Was nehmen wir denn mit? Welche Konzepte nehmen wir denn mit? In der Tat kann man sich die Frage stellen, ob die traditionelle Vorlesung wirklich das Element war, was wir eigentlich immer nur gemacht haben, oder ob man nicht neue Konzepte wie Flipped Classroom, das drückt man ja heute alles auf Deutsch aus, das bedeutet ja einfach, dass man Material im Vorfeld zur Verfügung stellt und
dann wirklich die Zeit in der Vorlesung für Interaktion nutzt, ob man solche Konzepte nicht stärker in den Vordergrund stellen muss. Ich denke, darüber denken wir jetzt gerade nach. Der Tag der Lehre hat das schon gezeigt, dass wir das tun, dass wir eine Lehrstrategie entwickeln. Ich glaube, dass der Kollege Ammer, der Vizepräsident für Studium und Lehre, hier mit unserer Abteilung Studium und Lehre auf dem besten Weg ist, das auch zu tun. Ich möchte hier auch eine Gelegenheit nutzen. Wir haben hier letztes Jahr virtuell, obwohl Herr Löffler war in Präsenz da, haben wir Herrn Löffler, unseren langjährigen Leiter der Abteilung Studium und Lehre, verabschiedet, der eine große Lücke hinterlassen hat. Wir haben uns aber gefreut, Frau Gohr, dass wir Sie gewinnen konnten. Ich glaube, Sie haben sich sehr schnell eingearbeitet. Und wenn wir über das Thema beste Köpfe für Göttingen gewinnen reden, dann reden wir darüber eben nicht nur in dem Bereich der Professorinnen und Professoren, sondern auch in allen anderen Bereichen. Letztlich ist es so, das ist in der Politik, glaube ich, nicht anders, wir können uns über Konzepte unterhalten, wir unterhalten uns auch ganz häufig über Pläne und Konzepte und am Ende kommt man dann doch, wo raus? Bei den Finanzen. Es ist jedes Mal die Frage, wie machen wir das eigentlich? Und wir sind dabei, auch eine finanzielle Nachhaltigkeit uns zu überlegen, bei allem, was wir tun, uns auch zu überlegen, wie werden eigentlich unsere Finanzen dadurch in Zukunft belastet. Wir haben die bedarfsgerechte Budgetierung eingeführt. Das heißt also, dass wir uns entsprechende Prozesse angucken. Wir werden uns auch im Rahmen eines Change-Management-Prozesses unsere Verwaltungsabläufe und die Abläufe in den zentralen Einrichtungen angucken. Das ist kein reines Sparprojekt, das sage ich ganz deutlich, sondern es geht um die Optimierung von Prozessen. Wir haben extrem motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier an der Universität. Ich habe es selber schon erlebt, dass ich eine E-Mail um 23.50 Uhr in unsere Verwaltung geschickt habe und um 23.55 Uhr eine Antwort bekommen habe. Und also das habe ich nicht nur bekommen, weil ich Präsident bin. Die Person hat ja offensichtlich in ihre E-Mail geguckt. Also das möchte ich gleich dazu sagen. Und es geht jetzt bei dem Pro-Admin-Prozess nicht darum, zu hinterfragen, warum es 5 Minuten gedauert hat, ob man das nicht auf eine kürzere Zeitspanne bringen kann, sondern es geht darum, diese hohe intrinsische Motivation, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Tag legen, diese hohe intrinsische Motivation auch wirklich so zu kanalisieren, dass sie sich entfalten kann, dass wir nicht am Ende dann vielleicht doch Frust erzeugen, weil ich ja mit meiner Arbeit doch nicht gehört werde. Der Pro-Admin-Prozess ist deswegen ein wichtiger Prozess für uns und ich glaube, nach 20 Jahren der Entwicklung von Strukturen ist es wichtig, sie auch mal von außen anzugucken. Deswegen aus meiner Richtung auch einen großen Dank an unsere Vizepräsidentin für Finanzen und Personal, Frau Schüller, und unsere Personal-Finanzabteilungen und auch unsere Abteilungen für Wissenschaftsrecht. Einen großen Dank an die Abteilungen, denn das ist auch ein großer Prozess, der da vor uns liegt und den wir, glaube ich, aber sehr gut meistern werden. Unsere Universität arbeitet natürlich auch auf internationaler Ebene. Das wichtigste internationale Netzwerk, was wir haben, ist das Enlight-Netzwerk, ein Netzwerk von 9 Universitäten in Europa, zu denen wir gehören. Hier steht ein neuer Antrag an im nächsten Jahr, genau genommen bis zum 31. Januar müssen wir den abgegeben haben. Und da sind wir auch auf bestem Wege. Dieser Antrag wird es ermöglichen, dass wir noch mehr Mobilität unseren Studierenden, aber auch unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ermöglichen können. Denn die Top-Priorität hat für uns diese Ermöglichung von Mobilität. Ich möchte der Abteilung Göttingen International ganz herzlich hier für das Engagement danken. Und ich glaube, wir sind auf besten Wege, hier auch wieder erfolgreich zu sein. Frau Breustedt, Sie haben es schon gesagt, die Zusammenarbeit mit der Stadt. Ich glaube, es ist so uns ein großes Vergnügen, mit der Stadt zusammenzuarbeiten, insbesondere bei dem Thema Gründungen. Und ich finde es gut, dass wir jetzt gemeinsam, auch mit dem Landkreis in der Sternwarte, zunächst ein Zentrum aufbauen. Und ich hoffe auch, dass es möglichst schnell nicht mehr ausreicht, sodass wir dann gemeinsam weiter uns auf den Weg machen können und auch ein Gründungszentrum der Stadt unterstützen können.
beim Forum Wissen haben Sie schon gesagt, die Stadt hat das Forum Wissen und unterstützt. Dafür nochmals vielen Dank. Ich glaube, die Eröffnung am 31. Mai, die war wirklich sehr gut. Wir hatten nicht strahlenden Sonnenschein, aber ich glaube, als der Ministerpräsident kam, hat die Sonne geschienen wieder. Und es hat auch bisher schon in den ersten 6 Monaten 30.000 Besucherinnen angezogen. Das ist also schon eine enorme Zahl, die wir für die ersten 6 Monate vorweisen können und zeigt, dass unsere ursprünglichen Planungen von 50.000 Besucherinnen im Jahr doch sehr leicht zu erreichen sind. Wir haben auch schon die ersten 2 Sonderausstellungen jetzt, die ersten 2 großen Sonderausstellungen gehabt, auch schon 3 kleinere. Und wir werden weitere Sonderausstellungen im nächsten Jahr im Forum Wissen haben. Ich möchte mich auch bei dem Förderverein des Forum Wissens bedanken. Der Schriftzug, der beim Forum Wissen oben steht, wurde von unserem Förderverein gesponsert. Im Augenblick ist der Förderverein dabei, Mittel zusammen zu suchen bzw. einzuwerben, damit wir, ich meine, das wird auf jeden Fall geschehen, wieder das Wahlskelett, das Göttinger Wahlskelett im Forum Wissen aufhängen können. Und Sie werden es Ende Februar, Anfang März im Forum Wissen bewundern können. Ich habe auch mit großer Freude zur Kenntnis genommen, Herr Philippi, dass Sie uns beim Biodiversitätsmuseum so enorm geholfen haben und sich eingesetzt haben für Göttingen und für das Forum Wissen, sodass die Finanzierung des Biodiversitätsmuseums gesichert ist. Und wir haben heute gerade auch noch erfahren, dass wir weitere 150.000 Euro eingeworben haben. Frau Aguado war hier erfolgreich. Also insofern sind wir, was das Biodiversitätsmuseum angeht, welches sich ja auch in dem Haus Berliner Straße und im Forum Wissen befindet, auch auf bestem Wege. Und auch das Thomas-Oppermann Kulturforum ist auf dem Weg. Ich verkünde jetzt hier einfach mal, dass Göttingen auch dann, wenn wir das Thomas-Oppermann Kulturforum fertig haben werden, 2026, dann wird Göttingen auch ein Planetarium haben. Ich glaube, auch das ist eine schöne Nachricht. Ich komme jetzt langsam zum Ende. Ich möchte noch mal allen ganz herzlich danken für die Arbeit des letzten Jahres. Ich möchte aber enden mit dem Thema Energie und möchte Ihnen eine Sache erklären. Ich meine, Sie sehen hier einen Schokoladenweihnachtsmann. Meiner ist so ein bisschen jetzt zusammengefallen, weil ich ihn in der Tasche die ganze Zeit hatte. Wir lernen ja jetzt alle ziemlich viel über Energie. Wir haben, als es um die Corona-Pandemie ging, da haben wir alle sehr viel über Viren gelernt und jetzt lernen wir viel über Energie. Und ich möchte Ihnen vielleicht erklären, damit Sie da auch kompetent sind und mitsprechen können, was zum Beispiel ein Joule ist. Also dieser Weihnachtsmann hier wiegt ungefähr 100 Gramm. Und wenn Sie diesen Weihnachtsmann um 1 Meter anheben, dann haben Sie eine Energie aufgewendet von 1 Joule. Von 1 Joule. Wenn Sie auf diesen Weihnachtsmann drauf gucken, dann steht da drauf ein Energieinhalt, ein sogenannter Brennwert von 2272 Kilojoule. Das heißt, wenn Sie diesen Weihnachtsmann essen und ein schlechtes Gewissen bekommen und das wieder irgendwie abtrainieren wollen, dann müssen Sie ihn 2,272 Millionen Mal 1 Meter hochheben. Und wenn Sie dafür 1 Sekunde brauchen zum Hochheben des Weihnachtsmanns, sind Sie 631 Stunden damit beschäftigt. Oder 26 Tage. 26 Tage, das wäre bis zum 11. Januar. Das heißt, wenn Sie mich in den nächsten Tagen suchen und nicht finden, gucken Sie doch mal hier in die Aula, vielleicht hebe ich hier noch Weihnachtsmänner an, ja, um diesen Weihnachtsmann dann abtrainiert zu haben. Ja, Essen, also Nahrung, ist tatsächlich konzentrierte Energie. Die Berechnung, die ich Ihnen gesagt habe, stimmt wirklich. Ich möchte in meinen Dank auch den Dank an unsere Musiker einschließen, an das Hyperion-Trio, an Herrn Oliver Kipp, an Frau Katharina Trohe und an Hagen Schwarzrock am Klavier. Herzlichen Dank für die Musik. Wir hören Sie jetzt gleich. Ich möchte Sie nach der Musik zu unserem Empfang und zu unserem Get-Together draußen im Foyer auch noch ganz herzlich einladen. Vielen Dank.
Thank you.
Ganz, ganz herzlichen Dank und meine einzige Aufgabe ist es, Ihnen jetzt guten Appetit zu wünschen. Trinken Sie ein Glas Wein mit uns und haben Sie eine gute Weihnachtszeit. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und die Preisträger Kreativität im Studium, bitte einmal nochmal auf die Bühne fürs Foto. Kreativität im Studium nochmal auf die Bühne. So, darf ich nochmal die Kreativität im Studium Preisträger einmal auf die Bühne bitten alle und der Fotograf dirigiert sie. Dirigieren?